Ganz herzlich willkommen, liebe IBE-Fans, zur traditionellen Pressekonferenz vor Saisonstart. Gestern vorgestellt worden, Gebu, die neue Liebli. Mhm. Wir dürfen sie heute das erste Mal wirklich anlängen, in Hang haben. Dein erste Fazit. Fühlen sich gut an. Fühlen sich wirklich gut an. Erinnert ja so ein bisschen an die Saison 2010-11. Ja. Erste Wuschel-Saison dann, seine Rückkehr aus der Bundesliga. Dann Puma noch als Ausrüster, aber dann auch so die breiten Streifen mit denen. Ganz feine, weisse Striche, die ja. Sie so ein unterteilen. Es war die Saison, in der wir Fenerbahce ausgeschaltet haben, mit dem Henri Bienvenue. Legendär Bienvenue. Was dann auch war, Gebu, du musst dich noch erinnern, über der linken Schulter haben wir dort so einen Stoffwechsel gehabt, den haben wir jetzt nicht. Also das Nike ist wirklich komplett. Ich bin gelungen, es hat genug Stoff gehabt. Genau. Puma, die ja, den ganzen WM 2010 haben alle. Teams mit dem komischen abgeschrägten Schulterecke irgendwie gespielt. Hat dann noch einigermaßen gut ausgesehen, aber dann irgendwie, weißt, warum? Jede Mannschaft hat ich habe das nachher recherchiert gestern. Also ich kann mich vor allem erinnern an das Riesenspiel Ghana gegen Uruguay im Viertelfinale Suarez auf der Linie mit dem Hans, wo er, ich glaube, der Asamoah Gyan den Penalty verschießt. Aber was sie dann hatten, ist über der Schulter das Nummer. Dort, wo der Stoffwechsel war, haben sie das Nummer gehabt. Das hat eigentlich noch geil ausgesehen. Ja. Oder beim weißen Ghana zum Beispiel so einen Stern. Bei uns war es einfach so ein Pyjama-Stoff und sonst der Normalstoff. Aber Kudos zu Nike. Sie haben es hergebracht, ein vollständiges Trikot zu platzieren. Und das Auswärtstrikot haben wir auch. Das Auswärtstrikot erinnert dich an das weiße Ballett, gell? Ja, finde ich auch. Es hat etwas Real Madridiges. Ja. Es hat eine Spur elegant, weißes Ballett. Ich freue mich wirklich auf das Trikot, das auch mit weißen Hosen bespielt wird. Also wir werden wirklich ein Hauch von Bernabeu hier bei uns im Marktdorf. Ich finde, nach einem Double kann man sich das schon gönnen mit Gold. Ja, definitiv. Nein, dann hat man sich das verdient. Wir haben jetzt den ersten Gast da, und zwar ist der Filip Ugrinić, der zu uns stößt. Filip, herzlich willkommen. Schön, bist du da. Eins von den Models, die wir gesehen haben, von dem Trikot-Drei. Wie ist jetzt Model? Nein, also ich sehe da kein grosses Potenzial bei mir, wenn ich ehrlich bin. Aber hat es gefackt? Also, so eine Drei hat es gefackt? Ist es lustig? Extrem, ja. Hat Spass gemacht. Auch ich meine, mit diesen zwei besonderen Trikots, die mir wirklich sehr gefallen. Und ja, es war ein lustiger Abend gewesen. Was hast du für eine Größe für die Leute daheim, die so kaufen? Bist du eher L oder? Die sind eher etwas kleiner geschnitten. Ja. Also auch für Zuschauer draußen. Ja. Lieber eine Nummer grösser bestellen. Ja. Ich glaube, ich kann es XL mit meinen Tüschen. XL. Gut, du bist auch eine Riesenmaschine. Haben wir ja im Podcast gehört. Hört den noch nachher, falls es verpasst. Sehr spannend. Du im Podcast, du sagst, du nimmst einfach extrem schnell Muskeln an. Genau. Sie gehen einfach in den Genen. Ja, hat sicher etwas mit den Genen zu tun. Ja. Aber von nichts kommt nichts. Muss dann schon noch ein bisschen im Kraftraum sein. Wie hast du jetzt die Vorbereitung erlebt? Das war eine spezielle Vorbereitung, weil die Mannschaft denkt, Nazis nahe, hat man wie das Gefühl gehabt, hat sie sich aufgefüllt. Am Anfang waren es sehr wenig, dann sind die ersten Nazispieler zurückgekommen und dann noch du 21 Nazispieler. Wie war das gewesen? Speziell? Ja, schon ein bisschen speziell. Am Anfang noch viel mit den Jungen, mit den 21 Spielern, die es auch wirklich sehr gut gemacht haben. Aber nachher sind immer mehr dazugekommen, sind andere Spieler auf dem Platz gestanden. Aber im Großen und Ganzen haben wir ganz gute Vorbereitung gemacht, wie ich finde. Haben gute Resultate erzielt. Und ich denke, wir können mit gutem Gewissen am Sonntag auf dem Platz stehen. Das Kader ist gestern noch weiter befüllt worden. Nicht nur ein Trikot, das sie vorgestellt wurde, sondern auch der neueste Zugang. Darian Malesch, auch ehemaliger FCL Junior, zwei Jahre jünger als du, hat hier debütiert in der ersten Mannschaft, wo du dann schon in Emmen bist. Also, sie sind noch nie direkt begegnet. Trotzdem waren Kontakte vorhanden gewesen. Schon so hat man sich da auch kennt, so über zwei Junioren-Jahrgänge hinweg. Wir haben zusammen ein Spiel bestritten, die U21, das kann ich mich erinnern. Okay. Aber eben, wie du schon gesagt hast, als ich eigentlich zurück zu Holland, von Holland zurückgekommen bin, ist er dann gerade im Gespräch mit Inter gewesen. Und von dem her keine grossen Berührungspunkte gehabt. Aber wir sind froh, dass der Dari bei uns ist und dass wir weiter einen guten Fußballer im Kader haben. Was können wir uns von ihm erhoffen? Du hast jetzt eine Saison gegen ihn gespielt, wo er als Basler noch als Gegenspieler auf dem Platz war. Auf was können wir uns freuen als IBE-Fans mit dem Darian Malesch? Ja, ich denke vor allem Kreativität und hoffentlich auch Scoring. Ja, die liefert durchaus zuverlässig im blau-roten Dress.
Fitscher, erzähl uns noch so ein bisschen die Vorbereitung. Du hast immer mal wieder im Zentrum gespielt, wo man sich geschaut, sich besuchen für die Aufnahme des Podcasts eben. Fast ausschließlich eigentlich. Hast jetzt manchmal schon wieder auf der Seite so ein bisschen gespielt. Wie ist es gegangen? Eben, es sind immer wieder mehrere Spieler ins Team gerückt, wo er wieder halt ein bisschen zu Wechsel hat geführt. Wie hast du das wahrgenommen, dass du halt ein bisschen müssen changieren musst? Ist das etwas, was dir nichts ausmacht? Oder wärst du gerne dort im Zentrum geblieben? Ich fühle mich sehr wohl im Zentrum, aber ich glaube, nicht nur ich habe eine neue Position kennengelernt, auch zum Beispiel Montero, wo für mich wirklich die grosse Überraschung in der Vorbereitung war, was wirklich sehr gut gemacht hat. Und verständlicherweise hat der Trainer ein paar Spieler in eine neue Position gesehen, weil je nachdem verlässt es vielleicht jemand noch. Und wegen dem wirklich. Hat mir nicht gross ausgemacht und hat wirklich Spass gemacht, auf vielen Positionen zu spielen. Deswegen Verlag ist natürlich auch noch so ein bisschen komisch. Der Februar, da haben wir irgendwie alle schon im Herzen ein bisschen verabschiedet nach dem Double. Denkt, ja, wünsche ihm alles Gute, jetzt geht er in die weite Fußballwelt. Jetzt ist er nochmal zurückgekehrt. Ja, wenn alles normal läuft, wird das Team auch gleich nochmal verlassen. Aber erzähl mal, wie ist das gewesen? Also, sein Wiedersehen vor etwa 10 Tagen, ich glaube, du 21 Nazi-Spieler eingerückt. Schon ein paar Lacher gegeben, oder? Wie muss man sich das vorstellen? So, gleich wieder da stehen. Gleich wieder da. Nein, hat schon ein paar Sprüche gegeben, also die muss er sich auch anhören. Ja. Aber der Fabio ist ein super Typ. Klar wäre es super, wenn er nochmal eine Saison da wird bleiben. Aber es ist auch absolut verständlich, dass er seine Ziele hat in der Karriere. Und meiner Meinung nach, als Fußballer der nächste Schritt, klar, wenn es der richtige Verein ist. Und aber gross und ganz sind wir glücklich, dass er noch da ist. Nächste finde ich eigentlich ein gutes Stichwort, du hast so einen Podcast so erwähnt, oder letzte Saison, deine erste Saison bei BSC, eigentlich sehr gut, hat man das Gefühl gehabt, eingeführt, sofort wohl gefühlt, auch viel Spiel gemacht, aber du hast im Podcast auch angetönt, jetzt willst du noch mal einen Schritt machen. Das ist dein Ziel, dein persönliches Ziel für diese Saison? Ja, einfach konstanter werden, vor allem, ich glaube, ein, zwei Verletzungen noch in der letzten Saison haben mich ein bisschen zurückgerührt, aber schön, dass ich die Vorbereitung auch mitmachen kann, was extrem wichtig ist, vor allem, dass du fit in eine Saison reingehst. Und aber ich glaube, es ist nicht nur mein Ziel, es ist von jedem Spieler das Ziel, dass er nochmal eine Schippe drauflegt, weil jetzt kommen nochmal die internationalen Wochen und dann muss jeder von uns eine Schippe drauflegen. Und die Konkurrenz ist schon gross, oder? Jetzt haben wir vorhin den Males erwähnt, aber im Mittelfeld ist noch der Lukas Lacombe dazugekommen, der auch Qualität hat, das hat bewiesen in den Testspielen, der getroffen hat, wo man das Gefühl hat, der wird den Rieder zum Beispiel sehr gut ersetzen können, aber gleich, es gibt nicht unendlich Positionen in diesem Mittelfeld. Wie nimmst du das wahr, wenn so neue Spieler dazukommen, die doch auch ein bisschen deine Position bedrohen können? Das habe ich letzte Saison schon ein bisschen kennengelernt. Ich meine, mit der Konkurrenz, ich glaube, es ist keine größere Konkurrenz als bei IB. Mit den Spielern, weil sie wirklich die Mannschaft in zwei Gruppen aufteilen können. Vier Spieler wären noch Stammspieler in anderen Vereinen. Und aber das ist etwas, was dich auch als Spieler weiterbringt. Ich meine, wenn man keine gute Trainingswoche hat, erwartet halt einfach der andere und brennt auf den Einsatz. Und von dem her, kann nur leistungsfördernd sein für alle. Und jetzt sind wir so in den letzten Tagen, eigentlich, bevor es am Sonntag losgeht, gegen Aufstieg, gegen Lausanne Sport. Heute Donnerstag relativ viel los, was nicht auf dem Platz passiert. Oder? Beziehungsweise das Mannschaftsfoto vorhin hat auf dem Platz gemacht, aber nicht wirklich trainiert. Und jetzt hier sein, wie ist das so, weißt du, in den letzten Tagen vor Saisonstart mit all diesen Terminen? Ist das etwas, was im Stress oder machst du das mega gerne? Ja, also ich stehe jetzt nicht mega gerne früher auf für ein Fototermin, wenn ich ehrlich bin, muss ich sagen. Aber ja, es ist schön, man merkt, da ist eine Euphorie immer wieder rum. Und die Leute haben eine gewisse Vorfreude aufs Wochenende, so wie wir Spieler auch. Es geht endlich mal wieder um etwas. Und eine gewisse Anspannung ist rum. Wir erwarten auch relativ viele Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich glaube, jetzt schon 25'000 Billionen weg. Also standesgemässen Start. Was erwartest du von Lausanne Sport, wo glaube von denen drei Aufsteiger, auch wenn sie nicht die erste wurden, doch glaube die Mannschaft ist mit der meisten Qualität? Ja, ich erwarte einen bissigen Gegner, der sicher motiviert wird sein für ein Wochenende. Aber ich denke, ihnen ist dann auch bewusst, dass sie ins Wankdorf kommen und dass es keine einfache Aufgabe für sie wird sein. Also wir freuen uns extrem. Eine gute Wiederholung, weil die müssen noch vorbereiten, aber gute Vorbereitung und nach dem Samstag vielleicht gleich noch Erholung, bevor es bunte Ball geht. Merci, dass du vorbeikommst. Danke für Merci vielmals, Fico. Gute letzte Tag vor dem Saisonstart. Wir haben es schon angetönt,
gegen einen von den drei Aufsteiger, unsere Liga, die ja aufgestockt wird. Das Schottenmodell, das jetzt eingeführt wird, das war der letzte Meister im alten Zehnermodus, der 20 Jahre lang bestanden hat. Jetzt wird aufgestockt auf die 12 Teams, darum auch der Spielplan noch nicht in allen Zügen bekannt. Das ist eigentlich mal bis alle zweimal gegeneinander gespielt haben. Irgendwann ist im Februar ist das der Fall. Terminiert, dann die dritte Runde wartet man noch, weil man dann eben muss schauen muss, wer das... Dann fangen sie einfach rechnen. Genau, dann fängt die grosse Rechnerei an. Was jetzt am wahrscheinlichsten ist, dass jemand den anderen nochmal begegnet und entsprechend zu dem hat man dann Heim- und Auswärtsspiel. Aber alle Leute, die sagen, sind froh, ist KI so gut jetzt mit genau. Ihnen. Also, erstens das, ChatGPT wird das regeln. Genau. ChatGPT, mach mir bitte den Spielplan. Ja, ja. Und dann kommt es. Und es wird dann reinbeputzlich gegen Hertha BSC, wo ChatGPT aber gleich nicht ganz ab und zu mal noch einen Fehler einstreut. Ist durchaus möglich. Wir haben jetzt den nächsten Gast, Mohamed Ali Camara. Bienvenue, ici sur le Livestream. Okay. Voilà. Comment ça va? Salut. Bien, et vous? Oui, très bien. Super. Tu as marié? Ouais, je suis marié félicitations. Le 9 juin dernier. Ouais, merci beaucoup. Merci. À l'Afrique ou à la France? Non, je l'ai fait en France, oui. À la France. Ouais, c'était passé en France. Une grande fête? Non, pas une très grande fête, mais avec des amis qui sont vraiment proches. Ouais. Et des parents qui ont pu faire le déplacement de la Guinée pour venir en France. Très bien. Et ta femme, elle habite à Suisse maintenant ou... Oui, elle habite avec moi depuis le lendemain du mariage, depuis le 10, elle est là. Ah. Et elle aime Berne? Oui, elle aime beaucoup. Ah, très elle bien. Aime très beaucoup. Bien. Très bien. Tu étais aussi en route avec l'équipe nationale? Ouais. Comment ça va là? Oui, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Je n'étais pas totalement à 100% de mes forces parce que je venais d'une très longue blessure. Ouais. Mais aujourd'hui, il faut savoir que l'équipe nationale, c'est le coach, il me fait beaucoup confiance. Mmh. Et du coup, ma présence dans l'effectif, même si je n'allais pas jouer beaucoup de matchs ou avoir beaucoup de temps de jeu, mais ma présence dans l'effectif faisait plaisir au coach. Du coup, il a fait tout possible pour que je puisse rejoindre l'équipe nationale. Et pour aussi améliorer ton fitness, comment tu te sens maintenant? Bah, je me sens très bien aujourd'hui. 100%? Je me sens très bien. Hein? 100%, je ne sais pas encore. Okay. Il faut jouer des matchs pour savoir ça. Mais je me sens très bien aujourd'hui. Je pense qu'ils ont tout mis en place aujourd'hui pour que je revienne à 100%. Ouais. Ouais. Et tes objectifs pour la nouvelle saison personnellement? Bah, pas grand-chose. Aujourd'hui, j'étais blessé il y a un très, très long moment. Et aujourd'hui, le plus important, c'est de venir petit à petit jouer des matchs et puis retrouver les sensations. Et on pense qu'il y a des changements aussi dans le défensif central parce que Cédric, ton compas, il est parti. Ouais. Tu vas le manquer, qu'est-ce que tu penses? Bah oui, il va me manquer, c'est mon soldat. Ouais. Ton soldat, oui, tu as dit toujours. toujours tu as déjà un nouveau compagnon pour faire ça? On verra bien peut-être, on verra bien, mais bon, voilà, c'est un joueur qui va me manquer beaucoup parce qu'ensemble, on était en train de réaliser de très belles choses. Ouais. Et je pense qu'il y a cette complémentarité qui s'est vraiment solidarisée entre nous. Et voilà, c'est quelqu'un qui va beaucoup me manquer. Je lui souhaite beaucoup de chance à Wolfsburg. J'espère qu'il va tout casser là-bas, et comme il a fait ici, pour faire des belles choses. Et je pense pour toi, c'est aussi un changement un peu de rôle, parce que tu devrais être plus le leader maintenant. Pour moi, j'ai un peu été toujours un leader, comme je pouvais le faire, que ce soit sur le terrain ou dans les vestiaires. Pour moi, c'est quelque chose qui est naturel à moi. Mais voilà, j'ai toujours essayé d'aider le plus possible que je peux l'équipe et mes coéquipiers. Ouais. Et tes coéquipiers avec Aurel Omanda, il a joué dans les moins 21, tu as vu. Ouais. C'était formidable. Je pense que vous deux, ça va très très bien. Ouais, ça serait un axe central avec beaucoup de qualité. Mais aujourd'hui, il faut savoir que on est beaucoup de joueurs à IB. C'est une équipe qui est en train de se renforcer dans tous les secteurs. Et voilà, on a pas mal de compétitions à jouer. Et on en a besoin de tout le monde. Et voilà,
Tu as parlé avec, sur tes objectifs personnels. Quels sont les objectifs de l'équipe? Bah oui, écoute, aujourd'hui, c'est de défendre les deux titres qu'on a pris ici et après aller chercher la Champions League avec force. Mm-hmm. Ouais. Ça veut dire que le août, on est 100% prêt. Ouais, on a vraiment le temps là de se préparer pour être à 100% prêt pour aller vraiment chercher la Champions League. Ok. Ouais. Hey, merci beaucoup pour merci ton visite. Merci et à vous. Bonne chance pour le dimanche. Merci à vous. Merci à vous. Ciao. Moment, alle Kamera, die uns hat besucht, sehr sympathisch. Wir versuchen es noch schnell zu übersetzen. Es ist relativ viel, was wir darüber geredet haben, aber sehr sympathisch. Er hat erzählt eben von seiner langen Verletzung, dass er langsam, aber sicher sich. Er hat nicht gesagt 100%. Nein, er ist noch nicht drauf, aber er kommt langsam. Aber er fühlt sich schon wieder sehr, sehr fit. Hat aber noch nicht gesagt 100%. Aber man merkt auch so richtig, die Vorfreude ist gewaltig bei ihm. Er hat auch mit der Nazi. Hat er gespielt, war unterwegs und hat, so wie wir es jetzt verstanden haben, so wie es jetzt erzählt, hat dort auch ein Aufbautraining machen können. Mhm. Der Trainer hat ihm vertraut, hat gesagt, mach ein bisschen so. Mhm. Und ist wie stärker zurückgekommen. Eigentlich aus. Hat ja sein Debüt wirklich im Cup-Final gegeben, also nach einer langen Verletzung im Cup-Final debütieren, was für einen Moment. Ist dann aufgebaut worden mit nur dieser Teilzeitspielerfahrung für die Nationalmannschaft, also wirklich ein Vertrauensbeweis. Er ist dort absoluter Führungsspieler in der Nationalmannschaft von Guinea. Und hat dort wirklich auch das Spezialprogramm dürfen machen. Nebst dem hat er noch von seiner persönlichen Freude erzählt, dass er sich hat verheiratet in Frankreich. Ja. Seine Frau, die seit letztem Herbst hier in der Schweiz wohnt. Und jetzt in Frankreich haben sie ein kleines Fest gefeiert unter Freunden. Also es scheint sehr, sehr gut gelohnt zu sein. Ja, sie sind schon sehr, sehr wohl zu Bern. Mhm. Gute Männer. Wer nicht. Wunderbarer Sommer, den wir hier erleben. Die Aare lässt zum Baden ein. Auch wenn man in Aare aussteigt, macht es im Moment extrem Freude. Ja, die ist nämlich auch sehr, sehr gelb-schwarz gepflastert, die Aare. Und wir wollen fragen, ob der nächste Gast schon reingekumpelt ist. Der Sedi. Die Aare. Sedi, willkommen zurück. Grosse Freude. Schön, bist du wieder da. Danke, schön da zu sein. Ja. Danke. Sehr, sehr schön. Wir haben es gerade vor Aare gehabt und wie es Ali Kameras ihre neue Frau gut gefällt in Bern. Mhm. Wie gefällt es dir in Bern und bist du schon wieder in Aare? In Marzilli, also in dem Teil, wo man gerade ankommt, dort am Schluss. Ja, dort. Also es ist nicht ganz Aare, aber Schwimmkanal. So eine erste Durchführung. Genau. Ja. Dort bin ich schon mal drin und Bern gefällt mir nach wie vor super. Ja. Die Stege hast du gesehen? Die und Ausstieg an Aare. Müsstest du auch mal mit Aare. Die, wo so IB, nein, habe ich nicht gesehen. Ich habe sie in der Zeitung gesehen, aber ich habe sie leider noch nicht live gesehen. Nein. Ja. Muss mal schwimmen. Ja, unbedingt, ja, sicher, bei diesem Wetter. Hey, und schön, bist du wieder zurück. Allgemein, nachdem du dass mit Bochum eigentlich Heroisches hat geschafft, der sicher glaubt, Abstieg hat verhindert. Ja. Erzähl vielleicht noch ein von deiner Bundesliga-Zeit. Wie... Ui. Also zuerst können wir noch über Real Valladolid reden. Du hast einiges erlebt, seit du uns hast verlassen. Ja, ja. Also in drei Ligen gespielt, ja Dolid, zuerst La Liga, dann La Liga DOS und Bundesliga. Aber ja, fangen wir hinterher an, direkt deine Erfahrungen mit Bochum. Es muss ein wahnsinniges Erlebnis gewesen. Sie haben gesehen, die Freude in diesem Ruhrpott. Euphorie pur. Die dir den Aufstieg verändert hat. Also Ruhrpott ist nochmal etwas ganz anderes. Also so etwas habe ich noch nie erlebt eigentlich. Man hat gesehen, wie viel den Leuten Fußball dort bedeutet. Also die leben wirklich für Fußball. Das war extrem. Und am Schluss haben wir auch. Also ich bin eigentlich immer relativ chillt, aber ich muss sagen, dort habe ich schon ein bisschen Druck gespürt. Also die letzten drei Spiele, haben wir schon gemerkt, das ist etwas anderes. Also das ist im Gegensatz zu Spanien, wo wir auch im Abstiegskampf waren und das eigentlich das Gegenteil war. Aber nein, es war super Zeit gewesen, mit Auf und Ab halt. Aber es war wirklich sehr lernreich gewesen, würde ich mal sagen. Schon spannend, oder? Bei Bochum war es ja so, eigentlich, vor der Rückrunde eigentlich alle abgeschrieben. Ich denke, Bochum steigt fix ab. Und trotzdem, am Schluss seid ihr so gut gewesen, dass ihr gleich noch Druck hast gespürt. Weil ihr es gleich noch fast habt, also ja, dreht es eben nicht, aber weil ihr gleich noch den Druck habt vom Verspielen wieder, oder? Ja, sicher. Das ist am Anfang, ich glaube, die ganze Bundesliga hat uns abgeschrieben. Mhm. Und wie wir gespielt haben, kann man auch sagen, ein paar von uns auch, haben nicht wirklich daran geglaubt. Und dann ist halt. Ist das noch vor dem Trainerwechsel gewesen? Ja, genau. Ja. Mit dem Trainerwechsel haben wir dann ein paar Resultate geholt.
Und so ein bisschen, ja, wir können es, aber ja, nicht unbedingt überragend und konstant. Ist natürlich schwierig in dieser Liga und mit so einer zusammengewürfelten Mannschaft. Aber ja, nein. Umso besser hat es geklappt am Schluss und nein, es war super Zeit, gewesen, super Erlebnis. Und Real Valladolid, der Club von Ronaldo, vom richtigen, also vom ersten. Vom Lima. Wie war das? Gewesen? Hast du eigentlich viel getroffen, Ronaldo? Hast du ja, wirklich vorbeikommen? So? Ja, der ist sicher vielleicht einmal pro Monat so, ist vorbeikommen und er ist wirklich nein, sehr bodenständig. Man kann mit ihm reden, der ist so locker drauf. Also, mehr nicht, er ist immer noch der Ronaldo natürlich, aber man hat nicht den Eindruck, dass man mit einem Präsidenten redet, sondern mit einem älteren Kollegen oder irgendeinem älteren Mitspieler. Ein bisschen, ja, und ich muss sagen, das erste Jahr war super gewesen, für mich persönlich. Hat Spass gehabt in der Liga, hat es gut gemacht. Und, leider sind wir dann am Schluss abgestiegen. Aber es hat mir eigentlich riesig Spass gemacht, in der La Liga zu shooten, muss ich sagen, mit all diesen Stars. Also, ja, und so, ja. Dortmund, also natürlich Dortmund, aber auch Bundesliga, kann ich will sagen. Mhm. Auch dort bist du ja auf die ganz grossen Stars getroffen. Hast du gegen Musiala und Co. verteidigt? Genau, verteidigt, ja. Wie war es? Gegen Real verteidigen, gegen Bayern verteidigen, gegen Dortmund verteidigen, Atletico verteidigen, so erzähl ich. Also ich muss sagen, gegen Barca, Real, Atletico hat es mehr Spass gemacht verteidigen, weil du kannst vielleicht die Gegner mal ein bisschen Luft zum Schnaufen und gegen Bayern ist einfach die überrollen dich und es ist etwas anderes. Also Bayern in Deutschland ist so eine Macht. Die kommen wirklich, die haben so viel Speed, so viel Power und dann geht der Mane raus und kommt der Sané rein oder der Gnabry oder der Coman oder du hast einfach keine Pause, eine Schnupfpause. Und wenn du da nicht 100%, wie wir zum Beispiel im ersten Spiel, die Aufstellung oder taktisch nicht richtig bist, dann hast du gar keine Chance. Und gegen Real und Barca, die sind ein bisschen lockerer. Ja. Sagen wir mal. Also weniger, auch weniger Gegenpressing in dem Fall, oder? Ja. Also okay. Barca jetzt Real haben mehr clever, mehr mit halt der Kroos bewegt sich nicht viel, aber kommst trotzdem nicht in die Nähe, weißt? Mhm. Das sind so Spieler, die einfach mit dem Kopf mehr spielen. Ja, ist extrem. Der Brian ist am Schwelgen und er muss quetschen über die Vergangenheit, wie wir ja schon über Gegenwart reden. 2020, Scheibe verladen nach dem Meistertitel, nach dem Double, den wir dort geholt haben im August. Bist schnell eben nach Valladolid. Nach 3 Jahren kommst du jetzt zurück. Hast du einfach gespürt, du willst jetzt. Du bist 27, du willst jetzt irgendwie. Für deine nächsten Jahre. Du brauchst ein bisschen Ruhe, Zufriedenheit, wo du richtig kannst dich daheim fühlen. Ist das so ein Beweggrund gewesen, neben dem sportlichen Ziel natürlich? Nein, das sicher. Also ich bin alle, die mich kennen, ich bin ein Familienmensch. Für mich ist es super, dass ich natürlich wieder näher bei der Family bin, in Zug, in Zürich. Und das sportliche Projekt ist auch eben, man sagt, wieder zurückkommen und so, aber IB spielt europäisch super mit. Also Europa League mindestens, hoffentlich Champions League. Und das ist für mich eigentlich ein No-Brainer gewesen und habe mich riesig gefreut auf Kontaktaufnahme vom Speicher. Aber Europa League kennst du schon aus dieser Saison. Dann. Es war ja noch eine grossartige Kampagne, die leider knapp nicht gelangt hat im Auswärtsspiel. In Glasgow dort haben wir klar das Ziel, dir als Mannschaft hier, die Playoffs bestreiten und dann die Champions League zu spielen, das wäre grossartig. Ja, also die Gruppe, muss man auch sagen, ist gefühlt Champions League. Von dem her ist es trotzdem ein riesiges Erlebnis gewesen, aber es ist doch nicht wie Champions League, Champions League. Also umso mehr habe ich mich gefreut, wo es IB vorletztes Jahr geschafft hat. Und hoffentlich schaffen wir das nochmal. Und ich glaube, wir haben den Kader dazu. Der Kader dazu, die Ausgangslage ist auch gut. Wir sind in den Playoffs, eben, der jetzt vorhin erwähnt. Gestern Ferencváros rausgeht, einer der möglichen Gegner. Wenn man die Gegner anschaut, sie sind machbar. Also, sie sind nicht stärker als Bayern, oder? Ja, Royal Antwerpen wäre sicher der stärkste Gegner, wo wir wahrscheinlich so ein bisschen eher underdog wären. Aber sonst ist es ein 50-50-Spiel,
wo schon so die Vorbereitung läuft schon auf den Ende. Also klar, jetzt am Sonntag geht es los. Wir wollen niemanden unterschätzen. Wir haben aber vermeintlich so ein bisschen einfaches Spiel gegen Aufsteiger. Aber es läuft schon auch die Planung auf August her, die Playoff-Spiele, wo wir jetzt auch noch das Spiel zwischen den beiden Spielen können verschieben können. Dann das ist voll Fokus. Ja, sicher. Also wie schon gesagt, der Fokus jetzt momentan ist auf die Liga, aber das ist natürlich immer im Hinterkopf. Also wenn wir jetzt nicht irgendwie schön reden oder so, das wäre ein riesiges Ding. Und wie du gesagt hast, es ist 50-50. Fußball kann alles passieren. Vor 3 Jahren hat es leider auch ganz, ganz knapp und unglücklich nicht geklappt. Wobei wir eigentlich Qualität hätten. Und das denke ich, das ist dieses Jahr auch wieder der Fall, dass wir Qualität sicher haben. Und dass das Jahr hoffentlich packen. Aber es ist sicher auch gut, dass wir jetzt 2-3 Spiele noch haben in der Saison. Ich weiß nicht, wie von den Gegnern, wie die Saison dann anfängt, ob das ihr erstes Spiel ist, offiziell. Das ist das für uns sicher auch ein kleiner Vorteil, dass wir uns sicherlich wieder finden und auf dem richtigen Weg sind. So wir haben ja wirklich ein Wiedergeber gesagt, wir wollen da gar nicht despektierlich sein, aber man könnte sagen, wir haben einen guten Aufgalopp. Wir haben Lausanne Sport daheim, dann Iverdon auswärts, dann Winti daheim, dann Luzern auswärts und dann geht es dann los. Dann Göpp gegen Brecht. Dann geht es dann los. Und klar, eben, das, was du sagst, oder? Man darf nicht mehr auf die leichte Schulter nehmen. Und machen wir ja auch nicht. Aber trotzdem, weißt du, wie macht ihr das in Vorbereitung? Wie redet der Trainer? Oder das erste ganz grosse Saisonziel erreicht man. Oder erreicht man nicht Ende August? Wie geht man mit dem um in der Vorbereitung? Wo du genau weißt, Meisterschaft ist das Wichtigste, täglich Brot. Ohne die können wir gar nicht dorthin, wo wir sein wollen. Aber gleichzeitig hast du in dem Mitte Ende August hast du die 2 kapitalen Spiele. Wie balancierst du das? Ja, sicher. Eben, jetzt momentan ist natürlich noch relativ früh. Und wir sind wirklich im Fokus auf die Meisterschaft. Wir haben jetzt nicht wirklich, noch nicht das Thema wirklich angesprochen. Wir wissen auch den Gegner noch nicht. Ja. Und wir versuchen auch, das jetzt nicht zu gross zu machen, zu grossen Druck auf uns. Weil wir können es momentan nicht beeinflussen, wir müssen nicht gegen wen wir spielen. Aber ja, je nachdem, wie das Spiel verläuft, ich glaube, wir werden ready sein. Ja. Super. Sehr cool. Wir sehen, die Schlange ist schon gewachsen. Lusti ist schon wieder aus der Schlange ausgestiegen. Loris ist bereit. Hey, Sedi, wir sehen, wir haben noch ganz viel zu versprechen. Schön, bist wieder zurück. Hey, guter Start. Schön, haben wir den Zürich-Bub wieder im Kader. Und kannst du das Mikrofon weitergeben? Es kommt Aarauer-Bub. Ja, von Zürich-Bub zum Aarauer. Ein bisschen näher. Geografisch immer näher. Sehr schön. Schon Aare. Wir sind schon Aare. Das ist fantastisch. Apropos Aare. Schon Ding gewesen? Verstanden. Bist du schon Ding gewesen, Aare? Natürlich. Natürlich. Es ist für uns auch eine Möglichkeit, um mich zu regenerieren. Ja. Ein fließendes Gewässer, schön kühl, ist perfekt. Und auf dem Gurten war auch am Samstag endlich mal nicht gleichzeitig der Saisonstart, wo man immer irgendwie schon müde ist. Testspiel am Morgen oder ja, Nachmittag so. Aber dann hat die Gelegenheit gehabt, noch ein paar Kollegen, Teamkollegen sind glaubt, zusammen, sind auf den Guschen. Genau, wir haben endlich mal die Möglichkeit gehabt. Es war für viele ein Novum. Auch für viele, die schon lange da sind. Einfach weil es, wie du gesagt hast, immer während der Saison ist. Dementsprechend haben wir die Möglichkeit bekommen, wir konnten es anmelden. Der Staff war fast komplett. Von den Spielern waren es etwa 10 bis 12 mit Begleitung. Ja, es war ein sehr schöner Anlass. Man merkt auch, was es Bern bedeutet, was die Leute von Bern bedeutet. Unglaublich gute Stimmung. Hat sehr gut getan. Und Samstag ist auf dem Gurten, weiß nicht, ob das weißt, Schuttli bei Samstag. Nein, habe ich gewusst. Ja, die meisten legen am Samstag immer Schuttli. Also, die meisten, ist so eine, es wird immer grösser. Okay. Es wird immer grösser. Es hat vor ein paar Jahren angefangen mit dem Schuttli bei Samstag. Gibt es immer wieder viel oder immer mehr, die mit Eibeliblium laufen? Auch Künstler, by the way, die Eibeliblium angehen. Ja, sehr cool. Ja, ich habe nur gehört, dass beim Apache einer auf der Bühne mit dem Eibeliblium gestanden ist. Das schöne Jubiläumsliebli. Genau. Bei BFA einen, mit dem Gemeinsam gegen Rassismus. Jawohl. Nein, von dem habe ich nicht gewusst. Ich habe mich auch zu wenig geachtet, wobei zwar jetzt, wenn ich daran denke, hat ein Kollege vom DFU, vom Balmos, hat das Liebli gehabt vom Sidan, von 1998. Ja. Und dementsprechend macht es jetzt Sinn, was du sagst. Wie ist sie? Haben sie können durch die Masse bewegen? Oder sind die ganze Zeit angequatscht worden? Oder ist das den Leuten auch gar nicht so bewusst, fernab mal von einem Schubmatch, dass man auf euch stoßen kann? Ist es okay gewesen? Ja, es hat man ist okay. Ruhe gelacht, nein, also ich muss ehrlich sagen, in der Schweiz sowieso sind die Begegnungen mit den Fans immer sehr angenehm, weil eine gewisse... Du hast Benfica erlebt. Halt. Ja, das war ein bisschen mühsam. Es ist auch schön, aber es ist... Aber ja, nicht, kannst wirklich nichts mehr machen. Ja. Und hier als Berner erlebe ich es wirklich mega positiv, weil die Leute eine gewisse...
Distanz trotzdem wahren und einem die Privatsphäre lässt. Aber nichtsdestotrotz bin ich überrascht, weil es jetzt so viele Leute auf dem Gurten und dann läufst du einem vorbei und dann kommt ein zweiter Blick, ein dritter Blick, ist es echt, ist es nicht. Und dann findet dann meistens ein sympathisches kurzes Gespräch statt. Und, also ich finde es nicht schlimm, überhaupt nicht. Ich mache es eigentlich gerne. Und musikalisch? Highlight an diesem Samstag? Ja, ich höre sehr gerne Lon Ludwig. Von dem her war sicher der Auftritt das Highlight, das wir gesehen haben. Deichkind. Habe ich mehr erwartet, einfach weil ich das Lied leider gerne noch gut gefunden habe früher. Ja. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe zu wenig von Ihnen gehört in den letzten paar Jahren. Leider nicht geil gewesen. Nein, es war leider okay gewesen. Okay. Loris, reden wir auch noch über die Vorbereitung. Es war eine spannende Saison für dich persönlich. Der Steve hat recht offen kommuniziert. Man sieht dich eigentlich in der Innenverteidigung vor. Du hast dort auch Einsätze bekommen. Du hast im Training viel dort gespielt. Super Testspiel gemacht, auch, wenn ich finde. Dann ist die Verletzung vom Ulis gegen Hertha. Dann hast du plötzlich dort auf links noch eine knappe Testspiel mit dem Person, der aufgrund von Blessuren immer noch ausfällt. Jetzt hast du am Samstag wieder als LV gespielt. Wie schaust du zurück auf die Vorbereitung? Jetzt am Sonntag erwartet man dich fast auf dem linken Aussenback wahrscheinlich. Mhm. Ja, wie geht es dir dabei so mit dieser Positionswechsel, wo du da immer so ein bisschen dazwischen gestanden bist? Ja, es ist so ein bisschen back to square one, oder, momentan. Weil, ja, mega viel Schritt vorwärts gemacht in die Position, die ich mir wünsche. Und dann wieder so, ja, aber jetzt kannst du gleich nicht. Mhm. Nein, also die Vorbereitung war für mich sehr positiv. Ja. Ich habe mich sehr gut gefühlt, körperlich wie auch mental. Klar, die neue Positionierung als Innenverteidiger im Kader dürfen sein, tut mir sehr gut. Ich habe das auch immer offen kommuniziert, der letzte, als ich hierher gekommen bin, dass das mein Wunsch wäre. Mhm. Und jetzt, wo der Cesi die Lücke frei gemacht hat, bin ich auch froh darum, dass der Steve mir das Vertrauen gibt. Mhm. Dass der Trainer mir das Vertrauen gibt in der Vorbereitung. Der Vorteil ist, dass der Steve mich dort kennt. Ich habe neben ihm schon gespielt auf dieser Position. Er weiß, was man von mir erwarten darf. Olympiakos auswärts zum Beispiel. Auch aus Luzern daheim bei der Pokalübergabe habe ich neben ihm gespielt. Also das letzte Spiel von ihm sogar. Sein Goal, du bringst ihm Glück. Richtig. Von dem her klar, die Vorfreude wäre riesig gewesen. Ich darf die Saison auf dieser Position starten. Aber für mich ist auch klar, dass ich die Position auch erfülle, die es mich braucht. Dass jetzt das unglücklich war mit dem Ulis und dem Noah, mit diesen Verletzungen. Das ist halt so, das ist leider die Vorbereitung. Aber, Du musst es aushelfen auf Zeit, oder? Also ich glaube, Noah kann man erwarten, dass es schon gleich wird. Also ja. Trainiert, glaube ich, schon mit euch. Wieder mit uns, genau. Schau, wie es wird sein, weiss ich nicht. Vielleicht mache ich es so gut, dass der Raffi sagt, nein, du musst jetzt gleich in der Links bleiben. Nein, eben, ich sehe das Ganze sehr offen und freue mich auf alle Matches, die ich bekomme. Was einfach spielen, so viel genau, wie richtig, möglich. Richtig, ja, richtig. Finde ich sehr cool. Vorbereitung sehr gut gewesen. Zwei Unentschieden, der Rest hat man gewonnen. Das Spiel gegen Hertha, oder gegen vorher erwähnt, das hat uns durch, das war ein bisschen intensiv gewesen. Ich finde, so Testspiel so früh ist es auch von innen aus. Also irgendwie rechte Hacke. Also, rechte Hackerei. Absolut, aber, ja. Also warum? Kannst du das schnell erklären? Warum? Es gibt manchmal so Testspiele, wo du so merkst, okay, das ist im Fall nicht einfach so ein Testspiel, wir müssen schnell Schippe auflegen, ein bisschen Ellbögeln. Ja, man merkt es halt einfach, sobald man gegen Ausländer spielt, dass die Gangart ein bisschen ruppiger wird. Gegen Kiew auch so? Kiew auch, ja. Kiew ist physisch sehr eine starke Mannschaft. Allgemein, Mannschaften aus dem Osten von Europa sind physisch sehr stark. Scheue keinen Zweikampf. Das merkt man auch. Und dann merkt man halt auch die gewisse Qualitätssteigerung des Gegners. Gegen Hertha ist alles viel, viel schneller gegangen. Die Temperaturen sind weit über 30 Grad gewesen. Und dann wird es einfach unglaublich intensiv. Auch alle überrascht gewesen, über die Zahlen nach dem Match. Man hat während dem Match das Gefühl, ja, man hätte gar nicht so viel können machen, weil man so müde ist. Man merkt dann aber nach dem Match anhand des GPS gleich, wow, wir haben extrem viel gemacht. Und wenn dann das Feedback vom Frei kommt, das heisst, das ist mehr als normal gewesen, dann weiss man mal, es war wirklich sehr intensiv gewesen. Wann bekommen wir die Zahlen eigentlich ab? Ist das am Abend? Gibt es direkt einen Link? Dann könnt ihr das alles einschauen? Nein, wir haben am Tag nach dem Match in der Kabine hängt dann das Blatt mit der Auswertung der Daten, wo man dann sieht, was man gemacht hat. So ein wie im Militär, so bitte. Bei den Sporttests und so. Bisschen, ja. Aber da tut man nachher nicht auszählen und sagen so, schau jetzt, das ist nur so und so. Nein, das ist so positionsabhängig, die Zahlen. Okay. Dass ein Innenverteidiger nicht so viel macht wie ein Mittelfeldzentrumspieler, ist klar. Auch von den Sprints. Oder ein Außenläufer macht viel mehr Sprints in Tiefe und hat dann bei der plus 24 km Statistik mehr drauf als ein Innenverteidiger. Also, das liegt ein bisschen auf der Hand. Wir haben in der Sommerpause mit dem Jerry Sowane dürfen reden, der neuer Trainer ist von Gladbach. Und er hat gesagt, das finde ich noch spannend, wie du das siehst. Auch das neue Idee als Innenverteidiger. Er hat gesagt, der Fußball in den letzten paar Jahren, auch schon als er Trainer war, ist noch mal schneller geworden. Also vor allem bei diesen kleinen Sprints, oder du jetzt erwähnst, die über 24 km
Sprints, die du machst. Er hat gesagt, wenn du international gehst, ist das unfassbar, wie wenig Zeit du hast. Mhm. Hast du das so erlebt, auch in deiner Karriere, die schon mal eine sehr gute Fußballkarriere ist für einen Schweizer Schüttler, mit eben Benfica zum Beispiel und eben auch die grossen internationalen Spiele, Nazi und so. Hast du das auch gemerkt in diesen Jahren? Dass das wirklich noch mal intensiver geworden ist. Also, hast du Jerry recht? Definitiv, ja, ich gebe ihm da recht. Mit was es zu tun hat, ist vielleicht jetzt gerade auf die Schnelle schwierig zu beantworten. Ich Gefühl, liegt es an diesem Messen vielleicht? Dass man alles kann messen? Ja, also klar, wenn man einen Messwert hat, will man die natürlich immer verbessern. Ja. Dementsprechend sind auch die Ansprüche im Training viel höher. Ja. Ich habe das Gefühl, dass die Mannschaften eher jünger werden. Als ich noch angefangen habe, Fußball zu spielen, haben wir 5, 6, 7 Spieler gehabt, über 30. Mittlerweile sind es vielleicht 2 oder 1. Das heisst, die athletischen Voraussetzungen sind viel höher. Und klar, meine, jede Mannschaft hat das Gefühl, heutzutage will pressen. Oder? Und wenn du einen Pressing-Fußball spielst, musst du schneller laufen, musst mehr Sprints machen. Dementsprechend glaube ich, liegt es ein bisschen an dem. Es ist ein Mix zwischen der Verjüngung der Mannschaften, höhere Ansprüche an die athletischen Voraussetzungen und dem Spielstil. Gut, wenn wir Positionen noch schnell vergleichen, oder? LV und IV, finde ich doch durchaus ein anderes Profil. Eben, gut, was Athletik betrifft, gut, was Sprints betrifft. Kann das so gefährlich sein, weißt, wenn du dich auf IV konzentrierst, dass du nachher, sag ich mal, das Dynamische ein bisschen verlierst? Nein, ich muss sagen, ich war überrascht jetzt in der Testspielauswertung, wie viel dass ich trotzdem gelaufen bin auf dieser Position. Okay. Da kommst du wirklich näher an die Zahlen der Mittelfeldspieler ran. Was halt nicht hast, sind die langen Distanzen. Du hast weniger einen 30, 40, 50 Meter Sprint. Klar, wenn jetzt der Gegner den ganzen Ball in den Rücken jettet und du musst zurückspringen, dann ist das etwas anderes. Aber grundsätzlich hast du einfach weniger die langen Sprints, sondern mehr die kurzen. Okay. Mega spannend. Hey. Boris, wir freuen uns extrem auf den Saisonstart. Der Fabio hockt uns im Nacken. Ich glaube, er wird dafür sorgen, dass ihr alle verdient in Feierabend heute, in den Nachmittag. Merci vielmals. Hast du schnell Zeit gehabt? Wir freuen uns extrem auf Sonntag wahrscheinlich. Ebenfalls. Als linken Aussenback. Grossartig und viel Erfolg noch. Gute Merci. Letzte Vorbereitung. Dankeschön. Merci vielmals, Loris. Tschüss zusammen. Bis zum Sonntag. Merci, Loris. Von Zürich über Aarau. Auf Luzern. Auf Luzern. Respektive. Zwischen Luzern und Bern. Am Schluss kommt der Chef, Kapitän. Ja, ganz herzlich willkommen. Zum Schluss. Wie ist Ibe drauf vor der Saison? Ist man nervös? Ist Ibe nervös? Ibe, ich weiß nicht, was meinst du? Ibe ist immer nervös, wie wir es gehört haben. Und ich glaube, dass wir nervös waren, war eine relativ erfolgreiche Saison letztes Jahr. Darum, nein, wir sind nicht nervös. Wir sind gut drauf. Wir haben uns eine gute Vorbereitung gehabt. Erfolgreiche Vorbereitung auch, kann man sagen. Obwohl im Wissen aber auch, dass es eigentlich nichts bringt, wenn du erfolgreich bist in der Vorbereitung, sondern am Sonntag zählt es. Trotzdem gibt es einem ein gutes Gefühl und ich glaube auch ein positives Gefühl, dass für einen Saisonstart, dass eigentlich alle so weit parat sind, dass es gut muss, kann, sollte kommen. Wie war es für dich als Captain, so das, weißt, so das wie soll ich sagen, konsekutive Auffüllen von der Mannschaft? Zuerst in der Globe um 15 gewesen, dann sind die Nazi-Spieler zurückgekommen, am Schluss vor 10 Tagen noch 21 Nazi-Spieler. Schluss mit der komplexen, inklusive Favoriten, oder wieder zurückkommen? Ja, es ist schon speziell, weil ich weiss, als wir gestartet sind, am 23. Juni, glaube ich, sind wir gestartet. Und dann ist so, ja, es sind etwa gefühlt 5, 6 arrivierte Spieler gewesen, und der Rest sind junge gewesen, neue junge U21 Spieler. Und dann haben wir schon gedacht, okay, jetzt sind wir ein bisschen in Unterzahl mittlerweile. Also es ist schon ein speziell gewesen, aber schnell gegangen, bis die neuen dazugekommen sind oder die alten neuen dazugekommen sind. Und dann ist das relativ problemlos vonstatten gegangen. Die Integration ist gut gegangen. Ich glaube, jeder hat sich im Training so adaptieren, dass er auf einem gewissen Niveau war, relativ schnell. Und da habe ich gesehen, gar kein Problem, dass man am Sonntag irgendwie nicht bereit sind wegen dem. Du hast im Interview etwas Spannendes gesagt, wenn ich dich richtig verstanden habe. Sagst du fühlst dich jetzt so fit wie seit der Verletzung nicht mehr eigentlich. Du hast die Verletzung gehabt im Frühling 2021, dann ist es lang gegangen, klar, bis zurück auf den Platz gewesen, dann vor einem Jahr die Vorbereitung. Ja, bist auch irgendwie körperlich noch nicht so da gewesen. Jetzt hast du eine ganze Vorbereitung mitmachen und es ist echt nochmal auf einem anderen Level, fühlst du. Ja, mit dem Hintergrund, dass ich auch im Vergleich zu, wo ich die Verletzung hatte, noch mal ein bisschen älter bin. Ich glaube, das darf man nicht unterschätzen. Ja. Also 35 geworden im Mai. Wenn ich sehe, der jüngste Jahrgang bei uns ist 2005. Also, da war 2 Jahre, als ich nach Berlin gegangen bin damals, 2007. Das war, glaube ich, noch nicht so absehbar, dass er irgendwann Fußballprofi wird. Wenn man die Relation sieht, dann fühle ich mich so, dann fühle ich mich gut. Ja. Ich bin froh, dass ich die Vorbereitung auch voll durchziehen konnte. Ich konnte jedes Training mitmachen, habe nie müssen aussetzen. Und das ist das Entscheidende, dass du der Vorbereitung bereit bist. Ich hatte letztes Sommer die Vorbereitung, im Winter die Vorbereitung und jetzt sind 3 Vorbereitungen mittlerweile nach dieser schweren Verletzung in den Knöcheln. Und das ist so etwas, was sehr, sehr gut tut, definitiv.
Vorbereitung. Wir haben vorher mit dem Loris über das Hertha-Spiel geredet, das für dich natürlich eh nochmal ganz speziell Bedeutung hat. Definitiv. Du hast, glaube ich, intern gesagt, das sei das wichtigste Spiel von selber. Ja, das ist mein Cup-Final gewesen. Und ich war am Stadion noch in der Tissot Arena. Du warst extrem ruppig gegen deine Ex-Kollegen. Extrem physischer Match bei heissen Bedingungen. Das war eine richtige Härteprobe für die internationalen Spiele, die uns bevorstehen. Also, das war ein regulärer Test quasi für internationale Partien. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Zum einen der Test, zum anderen der Test gegen Dynamo Kiew, glaube ich, war ein guter Test für uns. Dann war eben schon gut. Ja, du bist noch. Okay, gut, ja. Du bist entschuldigt, das ist alles klar. Nein, es sind sehr gute Tests und gegen Hertha ist es ein sehr guter Test. Ich habe 60 Minuten gespielt, also ich glaube, die älteren Spieler, die schon die Spieler von der ersten Mannschaft, sind 60 Minuten die meisten bekommen. Das erste Mal 60 Minuten war sehr heiß. Also es war ein guter Test zum einen für das Physische, um ein bisschen längere Distanzen zu spielen. Zum anderen auch, glaube ich, einfach, dass sie gegengehabt haben und auch in der Vorbereitung sind und auch sehr wichtige Saison vor sich haben, wo sie dementsprechend auch parat sind und wenn parat sind. Und darum ein guter Test für uns. Oder einer von vielen guten Tests für unsere Vorbereitung, wo uns viel abverlangt hat, aber wo wir, glaube ich, können zeigen, dass wir auf einem guten Weg sind. Die 200 bis 300 mitgereisten Berliner, wie war es vom blau-weißen BSC, immer noch so geliebt zu werden und so geschätzt zu werden, mit Sprechern eingedeckt worden? Ja, es ist schön. Es erfüllt einen natürlich mit Stolz, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn man die Wertschätzung nach doch jetzt 4 Jahren, wo man nicht mehr rum ist, gespürt. Ich habe aus dem Staff noch sehr viele Leute kennt, wo ich auch nach dem Spiel noch geredet habe. Ich habe noch Stress bekommen mit von Hertha, mit dem 28 und Lustenberger. Für meine Kids haben sie noch Stress gemacht, mit dem Namen drauf und 28. Also es sind schon ein paar Sachen zusammengekommen, die sehr schön sind. Und es zeigt, glaube ich, dass ich in den 12 Jahren nicht allzu viel falsch gemacht habe in Berlin. Dass mich so schätzen, dass mein Name skandieren. Und alles war sehr, sehr schön gewesen und hat mich gefreut, alte Weggefährten wieder zu treffen, zu sehen und sich auszutauschen. Sonst ist der Kontakt zwar da, aber halt relativ sporadisch über WhatsApp mal oder mal das Telefon. Aber wenn man sich face-to-face sieht, natürlich ist es noch mal etwas anderes. 12 Jahre Hertha BSC, jetzt im 5. Jahr BSC Young Boys. Du hast ja gerne die BSC. Nur die. ein Jahr Vertrag hast du noch. Mhm. Theoretisch könntest du jetzt alles das letzte Mal erleben, irgendwie. Mhm. Aber nur theoretisch. Ja. Oder wie nimmst du die Saison in Angriff? Ja, ich muss sagen, ich gehe schon in die Saison rein mit dem Hintergedanken, dass es nachher dann Schluss sein könnte. Das habe ich letztes Jahr weniger gehabt. Mhm. Das habe ich dann gemerkt, wo die Gespräche stattgefunden haben und IBE mir signalisiert hat, es würde uns freuen, wenn du es noch weitermachst. Wir würden uns zusammenhocken und gerne darüber diskutieren, was ich meine. Und dann habe ich auch relativ schnell für mich gemerkt, ich bin jetzt nicht in der Lage zu sagen, jetzt im Sommer ist Schluss. Also ich kann nicht im März mich entscheiden, 3 Monate später ist Feuer oben, hörst auf zu shooten und alles ist vorbei. Und ich glaube, es geht schon mit dieser Einstellung in die Saison, dass es so kommen kann, muss ich ehrlich zugeben. Wie es denn kommt, werden wir sehen. Ich glaube, da wird es auch wieder Gespräche geben nach dem Winter, werden wir uns zusammenhocken. Und wenn der IB von sich aus sagt, das war's, dann hat sich das erledigt. Und sonst muss ich wieder eine Entscheidung treffen. Aber tendenziell geht es schon in die Richtung, dass es das letzte Jahr sein könnte. Das muss ich ehrlich zugeben. Ich glaube, das ist meine 18. Saison, die ich jetzt starte. Und dann irgendwann ist es dann auch gut und sagen so, jetzt habe ich Familienzeit ein bisschen mehr, jetzt kann ich das ein bisschen mehr genießen und dementsprechend auch ein bisschen anderen Fokus setzen. Im Moment noch nicht, das kommt erst vielleicht im Januar, Februar, März, aber der Hintergedanke ist auf jeden Fall schon da. Ja. Und das Gute ist ja, mit dem Steve hat man jemanden, der sehr transparent ist, glaube ich, jederzeit zu dir und du kannst auch zu ihm so sein. Und er hat ja eigentlich das Gleiche erlebt, ja. Oder? Voilà. Ja, nicht nur mit Steve, ich glaube der ganze Verein, also im Wushu im Wushu genauso. Ja. Jetzt mit Steve ist natürlich noch eine spezielle Beziehung für mich persönlich, weil wir uns schon sehr, sehr lange kennen. Du bist kennen. Ja eigentlich 1-2 Ersatz gewesen, oder? Ja, das kommt noch dazu, genau. Ja, auch dort ist bei allgemein so, dass sehr offen kommuniziert wird, sehr ehrlich kommuniziert wird. Und das ist, glaube ich, das, was vielleicht im ersten Moment manchmal wehtut, muss ich ehrlich sagen. Wenn es plötzlich heisst, du, es reicht nicht mehr, denkst du auch, aber es ist wenigstens offen und ehrlich kommuniziert. Ja. Und das, glaube ich, ist ganz, ganz wichtig. Aber Sie haben nicht gesagt, es reicht nicht mehr, sondern... Nein, aber wenn es den nächsten Jahr kommen, jetzt okay, wenn so es den nächsten Jahr sagen, das war's. Okay. Nein, aber jetzt das, eben, Sie sind von sich aus gekommen und gesagt, wir würden gerne, wie ich es sehe, wir würden uns so zusammenhocken und eine Lösung finden. Und das haben wir ja gefunden und darum bin ich froh, dass ich noch da bin. Wir sind ja sehr, sehr froh. Wir freuen uns extrem auf designiert alles, vielleicht zum letzten Mal mit dem Fernsehen Lustenberg als Spieler zu erleben. Wenn wir nur noch Titel zum letzten Mal, genau. Triple. Ja, warum nicht? Warum nicht? Sag mir nein. Ja, guten Saisonstart am Sonntag. Viel, viel Erfolg und merci vielmals, bist du heute vorbeikommen. Danke auch. Capitano Fabio Lustenberger. Ja. Tschüss. Gleichfalls. Ciao, ciao. Bis am Sonntag. Und vom Capitano zum Chef, zum Cheftrainer, der nimmt nämlich jetzt gleich gerade auf den...
Podium vorne Platz mit dem noch grösseren Chef, mit dem Sportchef. Und dann, ich glaube, der Wurst der noch grösser Chef ist auch nicht hier. Also echt die, nein, Steve also, du hast die richtige Chef erwähnt. Ja, genau. Ja. Der Medi-Chef, der Albiner, doch Platz. Das ist ja alles voll von Chef. Jetzt kann man chefen. Runde voll Chef. Jetzt kann man chefen. Ja, sind sie schon da? Nein, sie sind noch nicht da. Wir können noch ein bisschen überbrücken. Das können wir auch gut. Und es war eine extrem heitere Runde. Alle fünf Spieler, die hier im Raum waren, haben wir vor der Linse gehabt. Extrem spannende Gespräche. Man merkt auch, da ist Potenzial für Podcasts vorhanden. Ja. Mit dem Sedi hätten wir noch lange weiterreden können. Aber werden wir sicher auch. Ja, ja, fantastisch. Man spürt die Freude, weniger stündlich. Absolut. Auf einen Saisonstart. Aber gleich, es ist ansteckend. Es ist wirklich. Wir sind auch schon lange rund um IBE. RGS alleine gibt es ja seit 2009 und vorher waren wir auch im Stadion in Wankdorf. Und was mir einfach täuscht, seit ein paar Jahren, klar, wir haben natürlich auch die Erfolge eingefahren, aber echt so die, vor der Saison, sie haben die Vorfreude, ist gewaltig. Es macht einfach, es ist richtig ansteckend. Ja, ich habe mich schon gefreut auf den Sonntag, aber jetzt nach diesen fünf Gesprächen ist es geht noch mal ein bisschen mehr am Brennen, das IBE-Feuer im Herz. Früher ist natürlich mit der Vorbereitung auch noch viel mehr Hoffnung und so verbunden gewesen. Genau. Dass man dachte, das ist es jetzt, das könnte es sein, diese Saison. Jetzt geht man ein bisschen gelassener rein. Aber darum ist es noch der Funke, der das Feuer hat zum Lodern gebracht im Hinblick auf die Saison, die uns bevorsteht. Wir haben es gesagt, mit einem verhältnismässig leichten Aufgalopp. Wir haben, ohne, dass wir irgendjemanden von den Aufsteigern unterschätzen wollen. Nein, keinesfalls. Ganz aber wir haben den vermeintlich stärksten von diesen drei Aufsteigern, Lausanne Sport, am Sonntag zu Gast. Dann, die Woche darauf reisen wir, mittlerweile ist es klar, Maladier. Ja. Weiss man mit Zuschauern oder nicht? Ohne Zuschauer. Fix ohne Zuschauer, okay. Das ist mittlerweile bekannt. Leider. Also, leider. Es wäre natürlich ein Riesen. Also allgemein, auch Iverdon, wenn wir dort spielen könnten, Municipal, alles ein Riesen, was spielen am See. Hoffe ich schon, dass das geht. Bin ich gespannt auf KI, was das irgendwie ausrechnet. Wenn sie eine riesen Vorrunde spielen, dann wäre es vielleicht möglich, dass wir dann nochmal gegen sie haben, vielleicht sogar auf Fotos, wer weiß. Aber jetzt kommen die wichtigsten Akteure im Raum in den Raum rein und darum geben wir ab auf die Bühne führen und kommen dann wieder zurück nach der Absolut, PK, ja. Mit dann analysieren und dann kommen sie dann hoffentlich noch zu uns. Genau. Bis dann. So, ich glaube, wir sind pünktlich, wir können starten. Ich begrüße Sie alle ganz herzlich zur Medienkonferenz vor der neuen Saison. Wir sind natürlich voller Vorfreude und sehr gespannt auf den Sonntag, auf das Spiel gegen Lausanne. Wir haben bis jetzt 21.770 Saisonkarten verkauft. Das ist ein Clubrekord in der Geschichte von IBE. Da freuen wir uns natürlich sehr und sind sehr stolz darauf. Wir würden es so handhaben, wenn wir die Marke von 23.000 erreichen, würden wir den Saisonkartenvorverkauf stoppen, damit wir dann immer noch genügend Einzeltickets verkaufen können. Wie ihr sicher mitbekommen habt, der neue Kunstrasen wurde verlegt in den letzten Wochen. Also die Meisterschaftspremiere wird dann am Sonntag gegen Lausanne sein, auf dieser neuen, höchstmodernen Unterlage. Ja, und die Feierlichkeiten sind vorbei. Die beiden Pokale sind im Moment im Bernischen Historischen Museum zu sehen, bis im September, und dann kommen Sie zurück ins IBE-Museum. Das wäre meine kleine Einleitung. Jetzt würde ich gerne das Wort unserem Sportchef Steve von Bergen geben. Hallo zusammen, auch von meiner Seite. Herzlich willkommen. Klar freuen wir uns, wie jedes Jahr hier zu sein. Das bedeutet, es geht endlich los. Wir haben jetzt gibt's 4 Wochen begonnen zu arbeiten mit einem Trainingslager im Gstaad. Es ist momentan sehr gut gelaufen, müssen wir ehrlich sagen. Wir haben eine sehr, sehr gute Vorbereitung gemacht mit interessanten Spielen auch gegen internationale Gegner, mit Hertha Berlin und Dynamo Kiew.
Und das war für uns auch eine wichtige Sache. Wenn ich nehme ein bisschen die Kadersituation, es ist klar, wir haben ein paar Abgänge gehabt mit Cedric Sessiger Richtung Wolfsburg und Kevin Rueck, der ist zurückgegangen bei Hellas Verona. Seite von Zuzüge haben wir ein paar neue Spieler mit Noah Persson, Luca Schlakomi, Silva Gavula, Seidi Janko, Darian Males, Malik Teme. Und wir haben auch die zwei Jungen, Theo Goyar und Joel Bixen, am Anfang der Vorbereitung bei uns gehabt. Heute spielt Theo Goyar ausgeliehen bei FC Vaduz, Nordic-Konferenz League Quali heute Abend. Und ja, wir sind momentan sehr, sehr zufrieden mit dem Kader. Wir wissen auch, Transferfenster ist noch lang offen. Es könnte noch ein paar Bewegungen möglich sein. Und wir müssen uns einfach darauf vorbereiten. Vielleicht noch über die Ziele von dieser Saison. Das ist auch klar. Wir haben jetzt für das dritte Mal in unserer Geschichte den Double geholt. Und das war eine super Saison. Wir haben sehr viele Emotionen alle zusammen erlebt. Und das war etwas, das wir möchten gerne noch einmal erleben. Also wir werden in dieser Saison gehen mit dem Ziel zu haben, unbedingt das wieder zu kämpfen für diese zwei große Pokal. Wir haben auch immer das Ziel, ganz klar unsere Spieler weiterzuentwickeln. Das ist auch etwas ganz wichtig für uns, weil wir leben auch von das und das ist für uns auch individuell ein großes Ziel vom Trainer, aber auch von unserem Verein. Ein anderes großes Ziel ist klar, ist die Champions League Quali, oder? Wir sind schon für Europa League qualifiziert und wir haben jetzt vor uns eine große Herausforderung mit diesen zwei Spielen Ende August. Aber das ist noch ein bisschen weit, wenn wir ehrlich sind, weil wir haben bis da vier Meisterschaftsspiele und ein Pokalspiel. Ich glaube, es ist zuerst ganz wichtig, sehr gut in die Saison zu starten. Super, danke vielmals. Dann gebe ich gleich den Ball weiter an Raphael Wicki. Ja, auch von meiner Seite herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Auch mir geht es so wie Steve. Ich freue mich, dass es am Wochenende wieder losgeht. Die Pause war relativ kurz, aber das sind wir in der Schweiz uns ja gewohnt, dass es nicht eine lange Sommerpause gibt. Jetzt geht es wieder los. Ich bin grundsätzlich sehr zufrieden, wie die Mannschaft arbeitet, wie die Mannschaft in diesen knapp vier Wochen trainiert hat. Wie sie miteinander umgeht, wie sie auch die neuen Spieler immer wieder mit integriert und ihnen das Leben recht einfach macht, in eine neue Umgebung, in ein neues Land reinzukommen. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Der Team Spirit, der Teamgedanke war letztes Jahr eine große Stärke von uns und das wird es auch dieses Jahr wieder sein, weil ich einfach voll überzeugt bin, dass es miteinander immer besser geht und einfacher geht und man sich bessere Möglichkeiten gibt, Ziele zu erreichen, als wenn man nur Einzelteile ist. Also gilt es auch dieses Jahr wieder darum, als Team zu funktionieren, auf und neben dem Platz. Es war eine etwas spezielle Vorbereitung. Wir hatten nach dem 4. Juni, wo wir das Double erreicht haben, hatten einige Spieler Ferien. Die anderen Spieler sind aber weiter zu ihren Nationalmannschaften gereist, haben dann bis am, glaube ich, 20. Juni noch A-Länderspiele gehabt. Einige, fünf von uns, sind in die U21-Nationalmannschaft gereist, hatten dann bis am, wenn ich mich richtig erinnere, gegen Spanien war am 2., 3. Juli war das Spiel, glaube ich, noch. Hatten bis dahin keine Ferien und wir, die am 4. Juli oder am 5. Ferien hatten, haben am 22., 23. Juni wieder begonnen. Also, wenn ihr das verbinden könnt, haben die A-Nationalspieler gerade aufgehört, wenn wir das Training wieder angefangen haben. Dadurch ist es wirklich eine sehr spezielle Vorbereitung geworden. Wir haben dann in verschiedenen Gruppen trainieren müssen, im Trainingslager in Gstaad, wo wir wiederum sehr, sehr tolle Bedingungen vorgefunden haben. Haben uns zum Teil 15, 16 Spieler gefehlt. Das ist einfach ein Fakt, das war so. Trotzdem, die Jungs, die da waren, haben sehr gut gearbeitet. Das hat uns auch die Möglichkeit gegeben, den Kader mit vielen U21-Spielern aufzufüllen und denen Spielern die erste Mannschaft nahezubringen und auch die Chance zu geben, mit uns zu trainieren. Und dann nach und nach sind dann eben die A-Nationalspieler zurückgekehrt und jetzt auch seit knapp 10 Tagen, nein, heute war es Donnerstag, also seit knapp 8-9 Tagen sind auch die U21-Nationalspieler wieder zurück, sodass wir jetzt eigentlich komplett sind. Aber es ist klar, dass es dadurch ein bisschen eine andere Vorbereitung war als letztes Jahr.
Wir haben ein paar Spieler, die noch angeschlagen sind von der letzten Saison. Wir haben Sandro Lauper, der nach wie vor noch nicht hundertprozentig mit uns mittrainiert. Wir haben Ulis Garcia, der leider ganz im Spiel gegen Hertha Berlin sich eine Verletzung zugezogen hat in diesem Foul vom Spieler von Hertha. Felix Mabimbi ist noch nicht vollständig im Mannschaftstraining und David von Balmos ist auch noch nicht vollständig zurück. Und klar ist auch, dass Darian Mahles, der gerade gestern zu uns gestoßen ist, nach 2 Wochen Urlaub jetzt auch langsam an die Mannschaft herangeführt wird. Aber ansonsten sind alle da und wir freuen uns auf die neue Saison. Besten Dank. Und jetzt bitte Ihre Fragen per Mikrofon. Vielleicht schnell Name und Medium sagen. Du hast den Darian gerade angesprochen. Auf welchen Positionen siehst du ihn? Ich sehe, der Darian ist im System. Wir spielen ja mit Ball meistens das 4-4-2. Gegen den Ball ist es häufig in Raute. Ist er sicher einer, der auf der halbrechten Position, rechten Position kann spielen kann. Selten mal mit dem 4-2-3-1, 4-3-3 spielen, kann er sicher auch die zentralen Achterpositionen, Zehnerpositionen überkleiden. Also er bringt da sehr, sehr vieles mit, sehr, sehr viel Kreativität, sehr, sehr viel Fußball mit auf diesen Positionen. Nächste Frage, zweite Reihe. Simon Strimmer vom Blick. Ich habe eine Frage zu der Goalie-Situation. Entweder Sportchef oder Trainer. Sie haben 5 Goalies unter Vertrag. Was kann man sagen, in welchem Zeitraum ist mit dem Von Balmos wieder zu rechnen? Das ist schwierig. Das ist jetzt schwierig zu sagen. Also, es ist einfach Fakt, dass er noch nicht mit der Mannschaft trainiert. Er ist auf einem guten Weg. Es ist, er macht Fortschritte, aber er ist noch nicht im Mannschaftstraining. Dadurch ist es wirklich schwierig zu sagen, wenn er wieder voll da ist. Ich glaube, es gibt so in einer Return-to-Play-Phase gibt es verschiedene Etappen. Und dann müssen wir immer schauen, wie ein Spieler auf die nächste Etappe reagiert, wie sein Körper darauf reagiert, kann man direkt in die nächste Etappe weitergehen oder müssen wir wieder ein paar Tage anpassen. Darum ist das wirklich bei so Verletzungen sehr schwierig. Fakt ist, dass wir mit dem Antora Cioppi, mit Marvin Keller und mit Dario und mit Lele 4 Goalie haben, wo wir sehr, sehr zufrieden sind, sehr gute Qualität haben. Und der Anto ist jetzt nach seiner Verletzung wieder zurückgekommen, hat euch die letzten 2 Freundschaftsmatches in der Vorbereitungsphase noch mitmachen. Nächste Frage. Ja, Steve, aktuell sind 32 Spieler im Kader, also viele sind auf der Seite aufgelistet. Wie weit aber muss die Zahl noch bis Ende August? Gibt es eine richtige Zahl? Oder? Nein, also es ist ja so, dass bis Dezember wissen wir, dass wir ungefähr 30 Spiele vor uns haben. Also das ist auch ein Fakt. Das werden 3 Nazi-Pausen. Also ein paar von unseren Spielern werden überhaupt keinen freien Tag, weil die fliegen noch in die Nationalmannschaft, haben nicht die Möglichkeit zu erholen. Die anderen werden ein paar Tage bekommen in dieser Periode da. Aber ich meine, das ist jetzt nicht eine Frage von Zahlen, das ist eine Frage auch von Qualität. Letztes Jahr es war auch ein großes Fragezeichen. Das ist auch hier oft viele Spieler oder so, Konkurrenzkampf gehört dazu. Wir wollen Konkurrenz in unserer Mannschaft, das pusht die Spieler, dass jeder Spieler kommt hier jeden Tag, um zu beweisen. Du kannst nicht zweimal im Training kommen und schlecht sein, sonst spielt der andere. Und das ist auch etwas, dass wir wollen da, wenn wir wollen unsere Spieler vorbereiten, um die ganze höhere Niveau zu spielen, ich meine international oder so, das bereitet, sie müssen parat sein, mit das können, müssen sie können umgehen. Etienne Chapuis du Journal du Jura. J'ai une question à Steve. Si je dis que Young Boys est devenu le Bayern Munich de Suisse, est-ce que vous considérez ça comme un compliment mérité en rapport à sa puissance sportive, financière, ou bien est-ce que vous trouvez que c'est exagéré? Je réponds en français. Ouais. Ok. Non, je ne suis pas.
On n'est de loin pas à se comparer au Bayern Munich, ça c'est une certitude. On est depuis quelques années, maintenant ça fait 7 ans, on avait joué en Europe. L'année passée, l'année d'avant, ça a été une année compliquée pour nous, on a fini 3e au classement. Je ne pense pas que le Bayern a fini une fois 3e au classement, donc la comparaison, elle est pas juste pour moi. Ensuite, sur le plan financier, il y a d'autres clubs qui sont aussi très intéressants. Je veux dire, on a vu ces derniers jours, il y a des sommes de transfert qui sont élevées aussi dans d'autres clubs suisses. Donc voilà. Et après, c'est toujours un petit peu une histoire qu'il y a dans les journaux et un petit peu, ça fait partie du jeu, je crois. Weitere Fragen? Nochmal eine Frage an Steve von Bergen zum Transfer von Lukas Lacomi. Es war ja der erste Transfer von IB. Kann man sagen, wie viel Konkurrenz hat man bei diesem Transfer gehabt? Also das war der zweite. Der erste war Noah Persson im Winter. Er war für diese Sommer geplant, oder? Aber das stimmt. Lukas ist danach ziemlich früh. Lukas hat andere Vereine gehabt, das ist ein Fakt, oder? Hat er auch selber gesagt. Wir haben 4-5 Mal wirklich mit ihm gesprochen, mit ihm getroffen. Das ist immer die gleiche Sache für uns. Wir müssen auch nicht nur einen guten Spieler verpflichten, aber auch einen guten Mensch. Jemand, der ist hungrig. Und ich glaube, bei Lukas, das war sehr. Impressionant, sehr beeindruckend. Er hat ein kleines Beispiel, oder? Er ist gekommen und mich fragt, wann gibt es Deutschkurs? Ich habe gesagt, ja, einmal pro Woche. Ich sage, ja, aber mit einmal pro Woche kann ich nicht Deutsch lernen. Und er ist zurückgekommen und hat schon die Deutschlehrerin gehabt und geht jetzt also im Trainingslager, aber jeden Tag zwischen Mittag im Deutschkurs online. Also ist jemand, der hat eine Top-Mentalität, er will unbedingt zeigen. Er ist sehr hungrig, weil er hat gehört von einem der besten Vereine in Polen, hat er nicht geschafft. Dann hat er in einem kleineren Verein gespielt, hat zwei Supersaisons gespielt und jetzt wir sind unglaublich froh, dass es bei uns ist. Klar, Konkurrenz war da, es ist wie immer, für das müssen wir als Schweizer Verein schon ein bisschen die Sache antizipieren und bei Lukas hat uns gelungen. Ja, zweite Reihe. Silon Handy, 20 Minuten. Man hört extrem gut vom Lukas, auch von den Mitspielern, wie wir gerade haben hören können. Plant man jetzt mit ihm? Oder anders gefragt, ist er der Ersatz von Fabian Rieder? Plant ihr mit dem Fabian Rieder für die nächste Saison? Also das ist so, dass Fabian Rieder hat, wir hören gut über Lukas, aber ich hoffe es auch über die anderen, weil sie haben auch eine, also Trainingslager war eine super Möglichkeit, alle Spieler zu integrieren und wir haben auch also Gambula oder Persson sind auch in dieser Zeit, haben sich können wirklich in die Mannschaft integrieren. Zurück zu Lukas und Fabian. Fabian Rieder, es ist kein Geheim. Er hat Möglichkeiten, das sind mehr als Gerüchte, aber wir müssen auch sagen, Fabian und Ibe warten auf die gute Möglichkeit. Weil es ist einfach nicht einfach so, dass wir sagen, Fabian, okay, die Tür ist offen und er geht in einen Verein, wo er wird. Einfach vielleicht, es wird ein bisschen schwieriger mit seiner Zukunft. Er ist in seiner Karriere aufzubauen. Er muss den richtigen Schritt machen. Er wird auch diesen Schritt machen. Und ich bin überzeugt, dass es wird in die nächsten Wochen, vielleicht Monate etwas bewegen. Ich glaube, wir sind auch unglaublich froh, dass er da ist. Und wenn er noch 2 Jahre bleiben will, kann ich gerne bleiben. Gibt es noch weitere Fragen? Ich schaue noch einmal in die Runde. Wenn das nicht der Fall ist, besten Dank für das Erscheinen und das Interesse. Und wir sehen uns am Sonntag zum Saisonauftakt. Danke vielmals, schönen Tag. Merci. Danke. Ja, da stehen wir wieder. Geht rechtzeitig. Es ist schnell gegangen, weil wir uns nicht einwärmen konnten. Ja, das habe ich ein bisschen früher als gedacht. Ja. Aber wir sind dafür ready. Wir freuen uns, das anzurekapitulieren. BNRW, Chef, Cheftrainer und Sportchef Steve und Raphael Wicki zu uns kommen.
Ja, vielleicht noch die eine oder andere Frage mehr stellen. Doch, was man alles so macht. Ja, ich habe die Pressekonferenz. Noch die eine oder andere Sinn. Ich kann mir das fast vorstellen, dass wir da noch etwas aber, sehen. Aber das Gute ist ja, die Basis ist abgedeckt. Oder? Genau. Ja. Ja, also im Baseball wären wir jetzt auf der ersten Base, vielleicht zweite. Ja, ja. Oder? Ja, ja, und mit der Home Run klopfen wir jetzt noch rein. Genau, da bretschen wir jetzt noch. Ja, es ist vieles andiskutiert worden. Viele so, wo wir schon mit den Spielern anfangen hier diskutieren. Sie haben nochmal alle Neuzugänge in Person genannt worden. Natürlich wichtig auch das verletzte Bulletin, wo der Raffi Wicke vor allem hat durchgegeben hat. Eben der Stang beim Noah Persson, der Stang beim Ulis Garcia, wo beide noch verletzt ausfallen. Der von Fobamos. Ja. Er hat nicht wahnsinnig erfreut getönt über den Hertha-Spieler. Ja, gell? Nein, wirklich nicht so. Durch die Ziele durch hast du wirklich gemerkt. Bei dem Foul. Bei dem Foul von dem Hertha-Spieler. Ja, also Hertha hat wirklich, glaube ich, auch vor allem ein sehr wichtiger Spieler für die Planung von Raphael Wicki verletzt. Oder? Mhm. Ich glaube, Trüli, kann man sagen, wäre ganz klar Stamm gewesen. Mhm. Wobei er ja schon auch eine spannende Personalien ist, oder? Mit seinem auslaufenden also, Vertrag. Das ist natürlich 24, wahr. Also, wenn er bleiben oder wenn er bleibt. So, genau. Persönlich kommt natürlich in diesem Kontext auch die Verletzung für Uli nicht zum richtigen Zeitpunkt. Privat hat er vielleicht dafür mehr Zeit mit seinem zweiten Kind. Er ist ja auch Vater geworden. Ja, genau. Wegen der Einige scheint sie in dieser Sommerpause die Time ist gut. Extrem gut timet. Was jetzt? Die Sommerpause ist in 9 Monaten. Genau, da legen wir los. unter anderem Ganvula, der auch Vater ist worden in den letzten Wochen, wo ja, viele überrascht hat als Transfer. Mich eingeschlossen, kann ich glaube schon sagen, als ich das erste Mal darüber gelesen habe. Einfach auch, weil man so ein bisschen denkt, wahrscheinlich könnte der Elia gehen, brauchen wir nicht einen kleinen, wendigen Spieler. Ganvula ist aber erstaunlich wendig und schnell und dynamisch für seine Grösse. Also er ist ein rechts Gesamtpaket von einer Urgewalt eines Stürmers. Also ein extrem kompletter Spieler, den ich jetzt zweimal gesehen habe in einem Testspiel auflaufen. Also dem werden wir extrem Freude haben. Und das war gratis zu haben. Also. Guter Move gewesen, ja, von Stefan Chabrisa und Co. Die ihn schon lange auf dem Schirm hatten. Sturm sind wir. Wir können ja so ein bisschen. Ich glaube, bis der Sportchef und eben der Cheftrainer mal zu uns kommen, können wir ja auch so ein bisschen mal unser Kader durchgehen. Beziehungsweise fangen wir global mit den Transfers, die wir schon ein bisschen erwähnt haben, beziehungsweise auch schon ein bisschen erwähnt wurden jetzt vom Sportchef Darian Malesch, der erwähnt wurde, von Filip Uginic, den er kennt, der natürlich schon ein riesen Move ist, wo man direkt verpflichtet von. Nicht vom FC Basel, sondern von Inter. Vielleicht noch eine wichtige Unterscheidung. Basel hat die Option nicht gezogen auf dem Malisch, obwohl er Topscorer war. Also zusammenzählt Goal und Assist, Topscorer vom FC Basel. Wir haben diesen Move jetzt gemacht, ihn direkt verpflichtet von Inter Milan. Für einen Batzen. Also sicher einer von der teureren 5 Transfers Geschichte von unserem Verein. Nicht der Castri, nicht ganz so teuer, aber doch teuer. Was erwartet ist von ihm, ich glaube, kann man unterschreiben, was der Raffi Wicki hat gesagt hat. Ja, ich bin dort wirklich noch so gespannt, wo man den sieht. Er hat jetzt gesagt, ja, Flügel oder 8er-10er sogar. Mhm. Das ist eigentlich genau, so könnt ihr in Mitte spielen. So wird er auch gelistet auf Transfermarkt. Ehrlich gesagt, bei der Verpflichtung bei mir auch ein bisschen Alarmglocken geläutet. Betreffend den Fassi-Abgang. Werden wir das Steve sicher fragen. Werden wir ihn fragen, definitiv. Er hat auch sehr deutliche Worte gewählt, im Interview mal einmal mit dem Bund. Fassi muss sich jetzt entscheiden. Genau, und es war im Prinzip ein bisschen ein Ultimatum, das dort ihm gestellt wurde. Malesch-Transfer, der schon seine angestammte Position gerade auch auf rechts sehr stark hat. Ist dort so ein bisschen mögliche Vorahnung, Vorbot für einen eventuellen Abgang. Das hat bei mir zuerst ausgelöst, aber so lange noch da ist. Also, normalerweise hörst du ja so ein bisschen Gerüchte. Genau. Und um eine Phase ist es jetzt ruhig geblieben. Also, Holzanlänge. Weiss man nicht, aber es kann auch sehr, sehr schnell gehen. Ja, natürlich. Wissen wir auch. Wir würden ihm natürlich auch gönnen. Wenn er und Ibe den Verein finden, der für beide stimmt, würden wir ihm natürlich gönnen. Er ist absolute Vereinslegende. Der Fassi hat alle Titel erlebt seit 2018. Der erfolgreichste Ibe-Spieler in der Geschichte. Mit dem Devo zusammen. Mit dem Devo Obamos zusammen, ja. Wo einer von der Verletzten ist.
Shampoo. Shampoo ist eigentlich rechtzeitig weg eigentlich. Der hat echt gefunden, genau, so, der ist schnell Break. Komm, ich gehe schnell die da kann ich machen, ich schmecken. Ich gehe schnell die Italian Shop. Dann komme ich wieder retour, weil da kann ich dann gleich überall jeden Titel haben. Shampoo ist aber eben, wenn wir bei den Transfers sind, vorhin über Ganvola geredet. Dort haben wir eben zuerst gedacht, Ganvola, geht Shampoo weg? Oder vielleicht eben Iten, du hast so wie du ihn hast beschrieben und du ihn hast gesehen, in den Testspielen, in der Ferien, kein Live gesehen. Hat er ja schon mehr etwas vom Iten, weil der Iten hat ja, ist eigentlich auch das volle Päckchen. Er ist zwar gross und stark und dominant geworden, kann auch Zielspieler sein, aber er hat auch eine extrem gute Technik und ist beweglich. Also würdest du ihn eher als Iten sehen als Shampoo eigentlich? Ja, ja, ist noch schwierig. Ich habe irgendwie schon mehr, ich finde einfach, er hat Speed, das hat für mich der Iten weniger. So. Oh, okay. Darum sehe ich ihn wirklich als junger Shampoo. Junger Shampoo ist extrem, als kompletter Spieler auf Bern gekommen. Hat jetzt natürlich auch durch Achillessehnenriss ein bisschen etwas an Geschwindigkeit eingebüßt, auch qua Alter einfach ein bisschen an Spritzigkeit eingebüßt. Also ich rechne sicher nicht mit einem Shampoo-Abgang jetzt, aber es könnte schon ein Vorgriff sein, auf den vielleicht mal ein Shampoo Abgang. Man konnte immer mal wieder ein bisschen lesen aus Interesse aus der MLS. Ja, oder eben Lugano. Shampoo. Das ist ja das Gleiche in der Regel. Genau, vielleicht plötzlich wird er dann auch wieder in die Schweiz transferiert. Genau. Da kann man ja hin und her wechseln. Aber das wäre natürlich eine Möglichkeit, oder, dass Shampoo jetzt Champions League Saison mit uns im Idealfall im Herbst noch spielt und dann auf Jahreswechsel wird wechseln und man hat quasi mit Ganvola schon der designierte Nachfolger im Kader, hätten schon können daran helfen. Also wie man es mit dem PFOK gemacht hat. Genau, extrem smarten, langsichtigen, weitsichtigen Move von unserer sportlichen Leitung. So etwas könnte ich mir dort vorstellen, aber aus sehr Gemut gemasst, aber recht nicht, auf jeden Fall nicht im Sommer mit dem Abgang vom Shampoo, hat man überhaupt gar nichts gehört. Und eben, alt ist er ja eigentlich auch nicht, er ist 30, Jahrgang 93, gleich alt in der Phase. Also bei den Jahrgang 93, insofern, die sind noch spritzig. Die sind extrem spritzig. Ja. Vor allem beim Fassi muss man wirklich sagen, bei dem habe ich immer das Gefühl, der wird physisch immer noch besser. Also gut auch die Nazi-Zeiten, die Endrunden haben den nochmal auf ein Level hochgehoben. Auch Gegenball so, ich finde Fassi, das wäre ein harter Verlust, ein herber. Aber eben, Hauptsache, beide Seiten finden etwas, wo die jeweiligen Seiten auch glücklich sind damit, und dem mögen wir uns natürlich auch gönnen. Und genau das, den Satz könnte man 1:1 so übertragen auf einen Rieder. Ja, wo absolut. Ist angesprochen worden dort, haben wir das Privileg, dass wir etwas freier dürfen, Mutmassungen anstellen, als das der Sportchef hier darf. Auf dem Podium natürlich, aber dort ist es ja ein bisschen so, dass man aus Fansicht das Gefühl hat, es geht irgendwie um Geld und irgendwie um eine um ein bisschen Geldzufluss zuerst zu einem Abnehmerverein, der in Mönchengladbach daheim ist. Was muss passieren, ist so der klassische Dominoeffekt. Ja. Oder, zusammengefasst muss man sagen, eine Premier League ist, muss noch immer teuer einkaufen und einfach tack, 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 tack. Und wir kommen dann auch mit dem vierten Domino, wo dann eine Bundesliga ist, der jeder kauft. Das, genau. Das ist das, was wird passieren. Und das ist auch das, vielleicht sogar, sind wir da sogar der zweite Domino stehen, oder ist der jeder sogar der zweite Domino stehen, wenn es zum Beispiel der Elvedi zu Wolverhampton geht. Das ist ja ein Gerücht, das sich, glaube ich, konkretisiert. Da geht es auch wieder um Geld. Also ist schon okay und normal. Dort ist die Frage, wie viel zahlen sie für Elvedi, Gladbach, Wolfs. Und hat dann Gladbach, der, glaube ich, schon der Kronenfavorit ist auf Rieder, hat dann Gladbach das Geld für den Favoriten zu kaufen. Genau. Dort. Das ist, glaube ich, die Kardinalsfrage, was ja oder nein schlussendlich dann wird rauskommen. Genau. Aber das ist so ein möglicher Abgang. Ja. Der andere Abgang wäre dann so ein bisschen Chibiso, der irgendwie auch immer wieder Interessenten aus der Insel auf sich zieht. Er ist jetzt eingestiegen wieder ins Mannschaftstraining mit der Eintracht. Wenn der halt wird gehen würde, dann wäre definitiv Geld rum. Der geht nicht unter 20 Millionen, würde auch wieder uns ein bisschen zu gut kommen. Ging auch mehr so richtig 30. Ja, glaube ich auch. Und hat mehr sicher als Ausbilderverein, als Ausbilderteilverein, einen Teil davon und vielleicht sogar eine Wiederverkaufsklausel dort auch noch drin. Also würde etwas zurückfließen würde. Und eben würde er auch wieder einen Platz frei machen und einem Verein Geld geben. Für mich sind es so ein bisschen die zwei möglichen Abnehmer. Aber du siehst so, wie ich. Die Destination von Fabio wird die Bundesliga sein, wenn es jetzt in diesem Fenster passiert. Ich nehme es schon an, weil auch er selber das immer sehr, sehr klar hat gemacht. Er und seine Berateragentur haben eigentlich immer gesagt, wir wollen nicht überstürzt jetzt in die Premier League wechseln, sondern wir sehen den nächsten Schritt als Bundesliga. Und ich finde das auch sehr smart. Natürlich vereitelst du das einen möglichen lukrativeren Vertrag, aber du
sicher ist dir eigentlich deine Karriere und traust nicht einen Knick. Also mehr der Granit Xhaka, Chibi so und Co. weg als der Zeki Amduni, Teletubby weg. Genau, was für eine Spielerpräsentation. Aber man muss auch sagen, also das ist ja nicht Burnley, wo ja der neue Club ist vom Zeki Amduni, die machen das immer. Die machen immer so, die haben so Shrek-Präsentationen schon gemacht und die machen immer so Filmpräsentationen. Irgendwie hat der jetzt ein bisschen Pech gehabt mit dem Teletubby-Ding. Ja, wir sind eigentlich bei den Transfers, extrem spannend. Lukas Lakomi, der erwähnt wurde, wo wir herausgefunden haben, dass wir auf Polnisch eigentlich Lukas Wakomi aussprechen. Wir haben uns aber nicht geeinigt. Das L mit diesen Strichen, diesen Querstrichen. Wir haben sich nicht geeinigt, dass wir aber wirklich Lukas Lakomi sagen. Und ich glaube, für ihn ist es okay, weil er lernt jetzt intensiv Deutsch. Genau. Er muss jetzt seinen Namen auch eindeutschen. Genau. Und er, ich habe Streams geschaut aufgrund von Ferien. Er hat mir sehr gefallen in diesen Testspielen. Du hast noch live gesehen. Da siehst du noch mal deutlich mehr, wie ein Spieler agiert. Vor allem, wenn er zum Beispiel nicht am Ball ist oder vor allem das Zusammenspiel mit dem Mitspieler. Wie hat er die getäuscht? Ich meine, rein statistisch war es eine Riesenvorbereitung. Genau. Und das ist fast so ein bisschen das Gefährliche, aber was zu statistisch zu fest glänzt in der Vorbereitung. Plötzlich wächst da noch ein Druck auf. Aber gar nicht mal nicht davon aus, weil ich finde, fernab von den statistischen Werten, die ja eher belanglos sind eigentlich wie Vorbereitungen, was er auf dem Platz bietet, ist extrem gewaltig. Also extreme Schnelligkeit, extreme Handlungsschnelligkeit, auch extrem gute Bewegung zwischen den Linien, ist immer wieder ein bisschen anspielbar, bewegt sich extrem schwierig zu lesen für die gegnerische Mannschaft. Also, das ist wirklich. Vielfach wird jetzt von einem Rieder-Nachfolger geredet. Das ist für mich nicht direkt, weil ich finde, gerade so im Defensiv hat der Rieder doch noch mal mehr die kernigen Zweikämpfe, die physische Stärke, die wo jetzt Lakomi noch etwas weniger sehe. Dafür sehe ich ihn offensiv gut, aber noch smarter. Das kann er natürlich noch zulegen, oder? Der Physi hat ja das auch im ersten Spiel vor allem gemerkt. Er hat auch gemerkt, ja, Physikkeit ist. Stimmt natürlich. Ist aber vielfach geht er vergessen, dass wir den Siero im Winter haben, müssen lassen, abgehen und einfach der Triple-Gewinner Siero. und ihn noch nicht ersetzt haben. Also Lakomi ist in dem Sinne noch ein Siero-Nachfolge. Nichts gegen Sierra League-Spieler, aber für mich schon nochmal mit mehr Dynamik, mehr Schwung in seinen Aktionen, mehr Klarheit, auch extrem guten Abschluss so, mit seinem linken Fuß, fantastische Schüsse auf das Goal auch immer wieder abgeben. Also ein extrem gutes Gesamtpäckchen dort im zentralen Mittelfeld. Nein, was wir noch nicht darüber geredet ist die Jungen, die sie zurückkommen, oder die Ausgelernten, oder die Jungen, die sie befördert wurden, und noch der Malik Demme, wo man vor der U21 geholt, nämlich vom Grasshopper Club. Ihn schon gesehen, es ist ein guter Eindruck gehabt. Ja, extrem. Sehr, sehr schnell, extremer Speed. Er ist gegen Hertha reingekommen mit dem Sedi Janko zusammen. Also die rechte Seite ist wirklich mit extrem viel PS ausgestattet gewesen in diesem Spiel dort. Ich bin so ein bisschen gespannt. Wird dann sicher auch die Frage sein an Vicky und an Vorbergen, wo das sein Weg herführt. Also ich glaube, wir werden ihn vorerst mehr U21 sehen, so ein bisschen ähnlich wie im Chaiba, weil der Spieler ist extrem jung, der Spieler ist zum ersten Mal weg von seiner Heimat, auch wenn es nur mal die Stunde ist, aber gleich muss sich jetzt irgendwie hier neu eingewöhnen und so. Darum, ich glaube, man tut gut daran, wenn man dort noch nicht zu fest Hoffnungen in ihn projiziert und ihn genau gleich wie der Chaiba ihm die Zeit auch lässt. Weil der Chaiwa ist dann eigentlich auch fast wie ein Neuzugang für mich. So klar, er hat im Rückrund jetzt schon erste Einsätze gehabt und auch extrem gut gespielt. Ja. Aber eben, der hat mir jetzt wirklich schon ein Jahr lang laufen in der U21 und der wird diese Saison, glaube ich, viel entscheidendere Rolle spielen als letztes Jahr. Da haben wir bei der ganzen Außenverteidigungsdiskussion vorher gar nicht so gross erwähnt, weil er kann ja das, er kann Mittelfeld spielen. Halt rechts, gell? Ja. Und rechts sind wir mit dem Levin und Seidi eigentlich schon gut besetzt. Das ist ja. So wobei der Levin sicher jetzt noch. Also, ihr erwartet zum Beispiel jetzt, du 21 Spieler, erwartet jetzt nicht am Sonntag. Ja. Dort wird sicher der Seidi sein und er, ja, vielleicht sogar der Chaiwa, der reinkommen. Insofern, wir sind eigentlich überall. Also das ist auch spannend, oder? Mit denen, das hat der Dominik Wühlmann jetzt gesagt, über 30 Spieler im Kader, wir sind im Moment extrem gut besetzt. Und eben, da kommen auch die Jungen dazu, oder? Der Bichsu aus der 21 oder Goliar, wo beide einen Profivertrag haben unterschrieben, der Bichsu Innenverteidiger und der Goliar Mittelfeldspieler, offensiv. Genau, Goliar, wie vom Steve gesagt, mittlerweile schon Leivis zum FC Vaduz ausgelehnt, macht heute Abend sein erstes Conference League Pflichtspiel, genau.
Das ist auch nicht schlechter Start. Ja, kann man so machen mit den Ländle-Kicker mal starten. Ja, genau, sie, die neu mit Profivertrag ausgestattet wurden. Auch sonst mehrere Nachwuchskicker, die auf sich aufmerksam können machen können. Der Thema, so ein anderer Name. Also zeitweise haben wir mit Deme und Thema auf einem auf den beiden Flügeln gespielt. Getroffen, der Thema. Genau, gegen Hertha getroffen, junge Freiburger. Und das hat mir extrem gut gefallen. Noch. Also kommt sicher auch gut, jetzt auch niemand für die erste Mannschaft zu integrieren. Aber generell einfach so die Zeichen, die man sieht, einmal da kommen weitere spannende Spieler nachher. Sowieso ja unsere Nachwuchs sehr erfolgreich waren in der vergangenen Saison. Mendo mit der U17 Schweizer Meistertitel geholt. Gratulation. Und auch die U21 sehr beachtliche Saison gespielt. In der Promotion League nie etwas mit dem Abstieg zu tun gehabt. Also sich dort so sehr, sehr super gehalten. Ja, das wäre sie. Transfers. Wir haben sie besprochen. Wir schauen mal über unsere Schultern und... Ich sehe aber nichts wegen dieser Wange. Warte schon. Das ist ein Fluch. Aber der Brian geht jetzt schnell schauen. Steve ist noch da. Er ist im letzten Interview. Der kommt dann sicher zu uns. Sehr gut. Über einen haben wir noch nicht geredet. Dömmel wird sicher schauen, dass der Steve dann zu uns kommt. Er ist nämlich jetzt ein Fotos bearbeitet, die ihr dann anschauen dürft. Und er ist gut an ihm, er hat eine periphere Sicht. Ja, darum er macht sehr gute Fotos. Weißt, er sieht eigentlich seinen Laptop, wo er jetzt die Fotos bearbeitet. Und sieht links einfach auch immer, was der Steve macht. Und hört noch, was du sagst. Weil er schmunzelt nämlich dazu. Der Mann. Und er gibt dir recht. Dömmel Hodl. Der Mann. Der Mann. Der One and Only. Über einen 8. Neuzugang oder eben Zurückzugang können wir noch reden. Der Felix Mambimbi, der zurückkommt vom wenig geglückten Abenteuer in Holland. Cambuur. Cambuur mit extrem wenig Spielzeit leider, ist irgendwie nicht aufgegangen. Am Anfang hat er gespielt, hat er sich glaub verletzt, oder? Und er sieht dann nichts. Ja, und hat jetzt die Chance nochmal bekommen. Extrem bittere Vorbereitung natürlich auch. Wieder verletzt, geht im ersten Spiel nach 7 Minuten auf dem Spittelacher. Verletzt, wird extrem schwierig sein für ihn. Ich glaube, Steve hätte ihm gerne nochmal die Chance geben, eine Vorbereitung durchmachen und dann schauen, wo stehst du, Felix? Und so ist es natürlich jetzt sehr, sehr ungünstig für ihn persönlich. Ja, wird extrem schwierig für ihn, auch wenn er glaub relativ nah wieder am Team dran ist. Was man so hört, aber eben, jetzt ist die Mannschaft eigentlich eingespielt. Und ja, werden wir sicher auch am Steve können fragen. Die Frage, die jetzt schreitet er zu uns. Sportchef Steve von Bergen, ganz herzlich willkommen. Merci. Hier bei uns im Livestream. Wie geht's? Sehr gut, merci. Du hast vorhin grosse Vorfreude ausgestrahlt, wie auch all deine Spieler oder die Trainer, alle freuen sich extrem. Ja, das ist so, weil Vorbereitung ist schön, als Spieler manchmal ein bisschen weniger, weil du leidest. Aber ja, wenn es geht wieder an die Sache, wo du musst wirklich parat sein für Wochenende, gibt es nichts schöner als Spieler, Trainer oder Verein. Du hast gesagt, als Spieler weniger schön, weil du eben an die Sache musst, es ist vor allem auch Aufbautraining. Jetzt bei dieser Vorbereitung glaube ich, war schwierig, weil eben, du hast es vorhin erwähnt, oder tranchenweise immer die Spieler zurückgekommen von den Nazis und von der U21 Nazis. Wie hat man das dann können? Also, wie steuerst du die Belastung für die, die wieder aufbauen und die anderen, die schon fertig sind? Ja, das ist nicht ganz, ganz einfach. Für das haben wir einen Staff, oder? Mit den Conditrainer, Martin Friant, Stefan Flückiger und unsere Assistenz und Trainer sind auch da ein bisschen am Schauen, wer muss ein bisschen mehr machen, ein bisschen weniger. Wenn wir nehmen unsere U21 Nationalspieler, es ist sehr eine Frage. Vor, aber es ist wirklich erholt im 7. Tag. Schwierig zu sagen, aber gleichzeitig es geht jetzt bis Dezember, 17. Dezember, etwa 29 oder 3 Spiele. Also, das ist ohne Nazi? Also Nazi. Ohne Nazi. Ja. Die gehen noch im Nazi, haben wirklich kein einziges Tagesfrei oder kein einziges, nicht zwei Tage, freie Tage nacheinander. Und das ist etwas, wo sicher nicht einfach ist, immer in Hand zu haben. Oder? Aber es geht auch darum, die Kommunikation zu haben. Und der Spieler muss einfach das Feedback geben, wenn er zu müde ist oder nicht parat. Ist noch nicht der Fall jetzt, das ist klar, es beginnt erst, aber vielleicht in Richtung Oktober, November, da brauchen wir wirklich eine gute Kommunikation. Und wir werden probieren, so wenige Verletzte wie möglich zu haben. Wir haben auch für das heute ein breiter Kader und wir sind auch sehr, sehr zufrieden, weil wir haben, er ist breit und wir auch sehr, sehr gut mit der Qualität, die wir in dieser Mannschaft haben. Steve, wir haben vorher über die Neuzugänge geredet, die sie kommen. Ein paar sind schon im Plenum angesprochen worden. Wir wollen noch ein paar weitere mit dir diskutieren. Felix Mambimbi, der nach seinem unglücklichen Jahr in Holland zurückgekommen ist. Du hast früh gesagt, du willst ihm die Chance geben, nochmal anzugreifen, nochmal mit der Mannschaft eine Vorbereitung zu machen. Und er
kommt nochmal eine sehr missglückte Vorbereitung mit dem ersten Spiel, 7 Minuten geht alt. Ja. Wie geht es ihm rein persönlich? Ja, also Felix, ich glaube, hat sehr viel gelernt in dieses schwierige Jahr, sportlich wie menschlich. Das war nicht einfach. Das ist vielleicht auch eine gute Sache, wenn du siehst, ein bisschen, wie es ist im anderen Ort, oder? Etwas anderes zu kennen, auch wenn es ist, nicht immer positiv ist. Dann haben wir gesagt, okay, wir wollen die Chance bei Felix zu geben, sich zu zeigen, oder? Mit dem Trainer auch in dieser Vorbereitung. Leider hat er sich verletzt. Manchmal Fußball ist hart. Wir hoffen einfach, jetzt kann zurückkommen ins Training. Ich glaube, nächste Woche oder so. Und dann werden wir schauen, wie es sich entwickelt mit Felix. Und momentan, ja, es ist ein bisschen noch ein Fragezeichen, um ehrlich zu sein. Wo siehst du ihn in diesem 4-4-2? Ist er immer noch einer von unseren Stürmer designiert? Ja, ich kann Stürmer spielen, ich kann außen spielen. Es hängt dann auch, wenn wir spielen 4-4-2, wir werden vielleicht nicht immer auch 4-4-2 spielen. Es ist ein Spieler, der ist flexibel, Offensivspieler, der kann vorne spielen oder auch auf der Seite. Wir haben vorhin extrem gelobt in sportlicher Führung für die voraussichtliche Planung, für die guten Transfers. Abgänge schon so ein bisschen zu antizipieren. Wir haben lange über Gamboula geredet, wo uns sehr gefällt. Nicht nur wegen seiner Physis, sondern auch wegen seiner Geschwindigkeit und wegen seiner Technik. Ein Mann, den man fast holen musste, ablösefrei. Ja, Zukunft, also wir hatten die Möglichkeit. Es ist nicht das erste Mal. Silvia war schon im Kontakt ein paar Jahre mit IBE. Hat am Ende nicht geklappt. Dann haben wir immer verfolgt. Wir haben auch gesehen, dass ab Januar haben wir mit ihm ein bisschen gesprochen, mit den Beratern oder so. Das war, wo der Vertrag ausgelaufen ist. Wir haben gesagt, okay, gibt es die Möglichkeit, dass kann er sich vorstellen, bei uns zu kommen und so. Und er war sehr, sehr, sehr positiv. Wir haben ihn danach getroffen. Wir haben ein paar Mal mit ihm gesprochen und wir haben auch ziemlich früh können das abschließen. Und das ist sicher mit seiner Erfahrung, mit der Qualität und alles, was er hat. Es ist sicher eine Verstärkung für unsere Mannschaft. Heute sind wir sehr, sehr zufrieden. Er braucht auch ein bisschen Zeit, weil er hat die letzten Monate auch weniger gespielt. Das ist so. Aber ein Spieler, der hat auch gezeigt in die Freundschaftsspiele, dass der Qualität hat. Woher ist gekommen, aber haben doch viele Leute reagiert und gesagt, heisst das der Shampoo geht, wo viel hat das Gefühl, du hast 1-zu-1 Ersatz von Jean-Pierre. Es ist schon immer das Gerücht umgegangen, Lugano, MLS, Biel, Jean-Pierre. Was läuft im Champion-Moment? Ja, Jean-Pierre ist jetzt bei uns. Das war eine große Geschichte, oder? Nach dem Cup-Final, wo Sabatini, glaube ich, hat danach gesagt. Er hat einfach gesagt, du, Jean-Pierre, gegen uns schießt du immer Tore. Und Jean-Pierre hat gesagt, ja, wir müssen einmal zusammenspielen. Aber dann hat Sabatini natürlich gedacht, er will nicht für ihn spielen. Das gibt es große Wahrscheinlichkeit. Oder das ist so. Aber das hat viele, das ist einfach so, nach dem Spiel, oder, wo sie schnell zusammenreden. Sabatini auch nach dem Spiel ein bisschen enttäuscht, aber trotzdem noch einen Scherz gemacht. Dann hat er im Fernsehen das gebracht und das hat sofort ein bisschen... und das ist so, das ist part of the game, oder? Wir wissen auch, sind in dieser Transferperiode jetzt sind viele Gerüchte, wie immer. Letztes Jahr war ich da, das war vielleicht mehr Fasnacht ein Thema. Jetzt ist Jean-Pierre, das ist auch so. Jean-Pierre ist zurückgekommen nach seiner Leihe in Italien letztes Jahr am Anfang. Das war auch physisch, er war noch nicht 100%. Und am Ende hat er mit Iten eine super Saison gespielt. Torschützenkönig. Iten zweite. Also ja. Nein, das ist, da wissen wir, dass wir einen super Stürmer haben. Ja. Wir haben noch Mischa Kelia vorne. Wir haben jetzt Silvia Gamboula, der da ist. Wir haben jetzt Joel Montero ein bisschen in der Mitte gebracht. Er hat auch ein interessantes Spiel gezeigt in Vorbereitung. Also wir wollen einfach Konkurrenz, wir wollen komplett sein. Und ich glaube, heute sind wir zufrieden, sehr zufrieden mit unserer Kader, mit Quantität und Qualität. Das ist viel wichtiger als Quantität. Aber wir wissen auch, der Transferfenster ist noch lang offen. Es geht noch, lang. Ja, weil ich weiß nicht, was passiert in den nächsten Stunden, Tagen und Wochen. Es sind noch Wochen, was offen ist, eigentlich bis Ende August. Males, auch ein Top-Transfer, gestern verkündet, auch dort, es ist ja immer so, ein Transfer löst etwas aus, wo vielleicht, man das Gefühl hat, vielleicht passiert intern etwas. Du hast auch der Fassi persönlich angesprochen im Interview, du hast gesagt, der Fassi muss sich jetzt entscheiden, was er will. Er ist auch 30, oder? Ist er dort an dem wichtigen Scheidenweg? Was mache ich jetzt im letzten Drittel von meiner Karriere? Für viele auch, der Males ist so ein Zeichen, könnte der Fassi gehen? Wie ist die Fassi-Situation? Ja, Fassi-Situation ist ein bisschen wie... Wenn
nicht sagen wie jedes Jahr. Wir wissen, er hat unglaublich geliefert für den Verein. Er hat unglaublich viele Titel geholt für IB. Er ist jetzt in meinem Kreuzung, oder in Deutsch, wo er muss sich auch entscheiden. Wir haben mehrmals zusammengesprochen. Wir sind nicht da am Warten, dass er trifft eine Entscheidung und es geht es los am Sonntag. Und am Sonntag, jetzt haben wir die Möglichkeit gehabt, wir sind schon seit ein paar Wochen im Kontakt mit Darian und wir haben es jetzt alles können abschließen. Gibt es vorgestern oder gestern? Ja, und das ist sicher, wenn du hast einen jungen Spieler, er hat letztes Jahr eine sehr gute Saison gespielt, Topscorer und Assist-Tore, da überlegst du auch nicht so lang. Und ja, wir werden sehen, wenn wir aber auf der Seite Darian und Fassi, das ist okay, wenn Fassi sagt, kommt ein richtiges Angebot für Fassi und er sagt, ja, ich möchte das machen, können wir, das ist ganz ehrlich zu sein, das ist, was ich aber Fassi gesagt, wir müssen uns zusammensitzen, auch als Respekt für was er hat gemacht für den Verein. Mit der erfolgreichen Spielergeschichte eben mit dem Jean-Pierre und dem Fabamos, wir haben es vorhin schon erwähnt, wenn es für beide stimmt, dann ist ja das gut und das wäre ja auch bei den anderen so, wo das Thema war, Meshak Elia, dort ist es, glaube ich, ruhiger geworden wieder, der war auch einer der Top-Kandidaten gewesen. Ja, aber das ist immer so. Wir haben Erfolg gehabt letztes Jahr. Also sind alle ein bisschen Kandidat irgendwo. Aber am Ende das sind Gerüchte. Aber du hast Spieler, die bei IB Erfolge sind, haben Leistung gebracht und sie sind interessant für viele Vereine. Es beginnt jetzt erst so ein bisschen zu bewegen in Europa. Das hat, ich glaube, das einzige Land, wo es hat wirklich bewegt, ist Saudi-Arabien. Aber sonst bis da war nicht viel. Und wir wollen dann auch nicht 8 Spieler verkaufen, weil wir wollen erfolgreich sein. Wir wollen eine super Saison spielen. Wir haben auch Ziel von Champions League, aber wir sind parat, falls etwas ist, können wir auch reagieren und werden wir auch es machen. Wenn wir so die globale Sicht einnehmen, auf was ist das zurückzuführen? Du bist jetzt schon das zweite oder das dritte Mal, wo man so sagen, irgendwie kommt der Transfermarkt nicht so richtig in Gang. Zwei, drei Mal war es noch irgendwie eine Pandemie, die reingespielt hat. Genau, Premier League lässt sich das mal. Wo irgendwie so ein bisschen der Markt noch hemmt. Ja, also die erste Teil war sicher Pandemie, wie du schon gesagt, oder? Vereine haben ein bisschen finanziell ein bisschen mehr Mühe gehabt. Dieses Jahr war trotzdem ein komisches Jahr mit einem WM im Winter, oder? Wo dann ein paar Bewegungen drin waren, vielleicht mehr als normal im Winter. Und jetzt im Sommer, das nimmt ein bisschen Zeit. Wie und warum, das ist eine gute Frage. Aber da habe ich nicht die Antwort, um ehrlich zu sein. Aber wir wissen einfach, auch in der Schweiz, wir müssen für unsere neue Verpflichtung ein bisschen antizipieren und für die Abgänge. Man hat letztes Jahr gesehen, ein einfaches Beispiel, oder? Willy Kanga hat bei uns begonnen, hat, ich glaube, 3 oder 4 Spiele gespielt, ein paar Tore geschossen, 3 oder 4 auch, und plötzlich Hertha kommt und er wird Hertha machen. Und es geht schnell. Ja. Also, wegen das sage ich, solange Fenster ist offen, müssen wir einfach parat sein. Es hat noch nicht richtig angefangen, oder? Es ist auch wie ein Dominospiel, oder? Wir haben es vorhin schon erwähnt. Wenn der Premier League jetzt gross einkauft, in der Bundesliga, dann gibt es dort Lücken und es gibt Geld, oder? Also, das ist so, oder? Das ist Fußball. Ja. Es ist nicht, dass du gehst in eine Mannschaft, wo du schon 4 Spieler vor dir hast. Also, das musst du sein, wird verkauft, dann gibt es Platz für einen zweiten, für den dritten und so weiter. Konkret der, den alle erwarten, dass er wirklich in diesem Fenster wird gehen, ist ja der Februar. LVD zu Wolves wird Gladbach Geld geben. Denkst du das auch so, eigentlich, wie wir? Wenn ich einen Verteidiger spiele. Nein, kann nicht, aber dort geht es ja mehr um verstehe, was du meinst. Nein, das ist so. Aber dann ist es auch eine Entscheidung von. Es ist viele Leute denken auch so, weil er hat Jerry Seoane gehabt. Jerry hat Fabian geschätzt, das ist kein Geheim. Und Fabian auch gegenseitig. Also, aber du. Noch einmal, Fabian, es ist, wir wissen, wir haben auch gesagt, Fabian ist für uns bereit, den nächsten Schritt zu machen. Jetzt hat er noch diese EM gespielt, eine Woche Ferien gehabt, jetzt ist er da, im 3 Tage beginnt es. Also das geht unglaublich schnell. Er weiß auch, er muss einfach bereit sein, um hier zu beginnen, um gute Leistung zu bringen, wenn er spielt jetzt, weil er hat noch 8 Tage Training in die Beine. Also das ist auch eine Entscheidung des Trainers. Es sind so für 5 Spiele von uns, also das ist auch nicht, es ist in die ersten Spiele, wo wir müssen vielleicht ein bisschen, wo der Trainer wird überlegen wahrscheinlich, wie wir damit das
wirklich umgehen, ohne Risiko von Verletzungen umzugehen oder so. Und für Fabian wäre ich glaube, in den nächsten Wochen oder so gibt es schon ein paar Sachen kommen, das ist so. Aber noch nicht etwas, wo Fabian gesagt hat, oh, das will ich unbedingt. Und wir sagen, okay, das ist auch der gute Schritt für Fabian, für seine Karriere. Zum Abschluss noch europäische Wettbewerbe. Wir haben es gespürt bei deinen Spielern. Die gieren bei eurer Mentalität auf den nächsten Match. Aber freuen sich natürlich auf das entscheidende, die entscheidenden zwei Spiele im August. Mhm. Verfolgst du es eigentlich jetzt schon? Gestern Q1-Runde, Ferencvaros zum Beispiel, ganz überraschend rausgefallen, mögliche Gegner, die im Playoff sein könnten. 0-3 gegen einen von unseren ehemaligen Gegnern. Klaxi, ja. Klaxi, genau. Nein, also wir folgen wie alle anderen Ergebnisse, aber wir haben, es ist erst, wie ich vorher gesagt, wir haben zuerst vier Meisterschaftsspiele, ein Pokal-Cup-Spiel gegen Breitenreihen. Also es ist noch ziemlich weit, die Spieler können sie schon ein bisschen freuen, aber sie müssen sich konzentrieren und was kommt. Weil wenn wir beginnen schlecht in der Meisterschaft, wir haben ein bisschen weniger Vorfreude von diesem Spiel. Klar ist auch ein von unseren Zielen. Wir werden uns freuen. Wir haben auch das Spiel gegen Stade Lausanne verschoben, weil wir wollen den Fokus 100% da haben. Im Reglement war das erlaubt. Wir haben die Anfrage gemacht und das ist jetzt okay. Das ist auch eine gute Sache, weil wir können wirklich den Fokus darauf haben. Aber noch einmal, wir kennen den Gegner nicht. Vielleicht sogar der siebte, wenn gibt's die Auflösung gibt, kennen wir noch nicht ganz genau den Gegner. Ich glaube, ich war ja ein Anwerber, eine Möglichkeit. Aber sonst, klar, genau. Ja, genau. Also, das ist noch ein langer Weg bis da. Ich glaube, es ist etwas Spezielles. Wir haben das zusammen erlebt, oder? Zweimal. Es ist etwas so speziell für die Spieler, für den Trainer, für den Verein, für die Fans, für alle. Also klar, wir werden uns unglaublich freuen, aber zuerst gibt es eine Menge Arbeit mit vier Spielen vor uns und unser erstes Ziel ist wirklich in dieser Saison gut zu starten. Man kann sagen, guter Aufgalopp, aber ohne dass wir jetzt die Aufsteiger und die Romans unterschätzen. Man startet mit dem stärksten Aufsteiger, oder? Mit Lausanne Sport am Sonntag und dann kommt die wieder auswärts und dann Winterthur daheim. Das ist ein gutes Startprogramm für uns, oder? Aber das ist genau, das könnte der Promis eben sein, wenn die Spieler so anschauen wie du. Ich spiele ja nicht. Aber du siehst ja schon, dass ich so reden will. Und denke, das wird einfach. Ich glaube, nein, das wird sicher nicht einfach. Das ist am Anfang der Saison. Jeder freut sich da drauf. Lausanne, Aufsteiger kommt da. Wir zeigen, gegen IB wollen wir etwas machen. Letztes Jahr hat IB hier nie verloren. Also wir wollen die erste Sie und so fort zeigen. Ich werde auch nicht speziell. Du spielst in der Châtel ohne Zuschauer oder so. Du weißt nicht, was rauskommt. Auch top motiviert. Also nein, einfach wird es nicht sein, wenn wir denken, wir sind falsch. Wir müssen einfach wissen, wenn wir alles unternehmen, wenn wir unsere Fußball spielen, ja, wir werden die Spiele gewinnen, aber für das müssen wir alles unternehmen und es beginnt jetzt am Sonntag. Wie bist du zufrieden allgemein mit der Vorbereitung? Resultattechnisch ist es sehr gut gelungen, mit keiner Niederlage und 5 Siegen. Ja, wir geben auch nicht ein so großes wenn ich auch so sage, ist ein bisschen komisch, weil entlang die Saison zählt nur gewinnen. Aber die Wertschätzung von dem Ergebnis gleich, oder? Weil du machst auch viele Wechsel. Ich glaube, das war einfach wichtig zu spielen, auch gegen Kiew und Hertha, international ein bisschen, nicht nur gegen Schweizer Verein. Und das hat die Möglichkeit gegeben, bei neuen Spielern sich zu integrieren, zu verstehen, was der Trainer erwartet. Viele junge Spieler von U21 haben auch die Möglichkeit bekommen, gegen Hertha und Dynamo Kiew zu spielen. Das ist auch eine Top-Sache von unseren U21-Spielern, oder? Intensiv in die Zweikämpfe oder so, man hat gesehen. Das ist, ich glaube, das Wort Freundschaftsspiel ist nicht mehr so richtig. Das ist ein Testspiel. Und da haben auch die Jungs gesagt, wow, das ist es, das ist der Niveau. Und das zeigt auch dieser Junge, jetzt der Schritt, den ich muss machen, ist noch ein großer Schritt. Und für das, alle diese Elemente, bin ich sehr zufrieden, weil die Mannschaft hat auch ein gutes Fußball gespielt. Sie hat auch Tore geschossen. Wir haben wirklich sehr gute Sachen gesehen. Und das ist auch, ich glaube, eine wichtige Sache für das Selbstvertrauen einfach. Noch eine Frage zum Trainer, weil er hat schon wieder müssen. Es geht so lange, dass er schon wieder arbeiten musste, logischerweise. Raphael Wicki, der dritte Trainergeschichte von unserem Verein, der das Double holt. Er ist gekommen und viele haben gewusst, er ist ein guter Trainer, aber ich glaube, niemand hätte damit können rechnen, dass er das Double holt als dritter Trainer in unserer Geschichte. Hast du nichts anderes erlebt in dieser Vorbereitung, nachdem dass er so einen riesigen Erfolg
Nein, so hat eingefahren? Nein, überhaupt nicht. Also, ich weiß, letzte Saison, das war ein paar Fragezeichen, auch die ganze Staff oder, war neu, mit Zoltán Kádár, Giuseppe Morello. Mhm. Da sind neue Leute sind bei uns gekommen, mit auch Simon Nüssli jetzt. Und du als Sportchef? Und ich als Sportchef, ja, das stimmt. Und hinten geblieben Stefan Flucki, Mathe Fria und Chris Born von Goalie-Trainer. Und das war auch am Anfang eine Sache, wo du musst dich klar, du musst deine Idee auf den Platz bringen als Trainerstab, aber du musst auch eine gute Zusammenarbeit haben mit deinem Stab. Und ich glaube, Rafi hat das hervorragend gemacht in die ersten Wochen und Monate von Saison. Das war auch ich glaube, wichtig, dass wir in dieses Jahr hatten. Sie kennen sich sehr gut. Sie haben zusammen Titel geholt und die sind genau gleich. Ich glaube, sie sind noch hungriger und das tut mir. Also, so bin ich auch froh, weil es ist, was wir wollen. Oder? Weil, wie Albi hat vorher gesagt, die Pokale sind momentan im Museum. Es beginnt zu null. Das ist jedes Jahr die gleiche Sache. Aber wir müssen sofort ab Sonntag hungrig sein und unbedingt wieder diese Pokale holen, weil wir haben alle zusammen wieder ein super Jahr erlebt mit Erfolg, Emotionen. Und spielen wir oder leben wir für solche Emotionen. Und Rafa Wicki hat auch schon die Champions League überwintert. Also insofern, das, was er letztes Jahr nicht hat geschafft hat, europäisch, stimmt. Das muss er noch schaffen bei uns. Und dann natürlich die zwei Kübel, dann wäre er der erfolgreichste Trainer in der Eibergeschichte. Ja, wir freuen uns. Wir freuen uns, weil ich glaube, sie haben einen super Job gemacht und jetzt noch einmal, das ist die Schönste im Fußball. Immer bewiesen und das ist so für die Spieler, für den Staff, für den Verein und das ist für das, was wir arbeiten jeden Tag. Also, wir freuen uns extrem. Was machst du jetzt noch? Du bist kribbelig auf den Saisonstart. Wie geht jetzt? Was passiert jetzt in den nächsten drei Tagen? Die nächsten drei Tage, viele Telefone, viele E-Mail, viele Sachen, die kommen, wo du musst antworten, ein paar Interesse von einem anderen Verein für unsere Spieler und danach geht es auch in die Vorbereitung von diesen Spielern. Und dann freust du dich, wenn du wirklich kommst. Ja, wenn ich sitze, 16.30 Uhr am Sonntag, das ist der schönste Moment. Wie ist das eigentlich? Du musst nicht das Handy abstellen während dem Spiel. Ja. Nein, es ist nur das Spiel. Also, Steve, wir freuen uns, dass es losgeht. Alle haben die Vorfreude richtig übergebracht. Merci vielmals und Hobby. Super, merci Hobby. Merci vielmals. Und guten Nachmittag. Und das wäre so von uns langsam gewesen. 14:25 zeigt unser Mischpult an und ist, glaube ich, ein guter Zeitpunkt zum Schlussstrich ziehen unter die Sendung. Ja, fast zwei Stunden. Ja, sind fast wir zwei Stunden haben wir hergebracht. Nur etwas ist mir zuletzt noch in den Sinn gekommen, als er erzählt von diesen Erlebnissen Champions League. Was ich mir fast am meisten wünsche bei der Auslosung, ist als zweites Spiel ein Heimspiel. Wobei wir jedes Mal, wenn wir uns für die Champions League-Gruppe fassen, sind wir auswärts gewesen. Ich weiß schon, aber ich werde es eben auch noch daheim erleben. Ja. Das wäre schon ein richtig schöner Wankdorf-Moment, wo ich mich noch erinnere an die Schachtar und Kiew-Momente, wo wir Q3 überstehen. Das waren unvergessliche Nächte. Definitiv. Aber auch auswärts sind unvergesslich. Sie sind schön, aber man kann es mit noch mehr Leuten teilen. Das ist es. Wir wollen aber nicht Rosinen picken. Wir nehmen die Rosinen. Wir hoffen, sie kommen. Aber die Balance müssen wir treffen mit Lausanne-Sport am Sonntag. Und die darf man nicht unterschätzen, ganz sicher nicht. Die werden gut sein. Und das heisst, es gibt auch einen richtigen Knüller eigentlich zum Start, finde ich. Mit dem Lausanne-Sport, wo viel Potenzial hat und wo uns sicher auch fordern wird. Es gibt noch ein paar Bilien. Kauft die, wenn ihr noch keine seid oder kein Abi habt. Wir haben es vorhin gehört, Rekord-Abi-Verkäufe. Noch wenige kann man kaufen, dann wird der Abi-Verkauf gesperrt. Also wenn ihr noch ein Abi kaufen wollt, macht das. Und sonst kauft ihr einfach das Ticket, die neue eBay-Ticket-App. Funktioniert fantastisch, by the way. Ja, da schon Tickets gell? Hin und her geschoben, es ist Wahnsinn. Ich bin gespannt auf die Sperre vom Printscreen. Man darf ja dann 24 Stunden vorher, wenn man Printscreen macht, ist dann der QR-Code zensiert. Ah, so. Macht natürlich Sinn. Macht Sinn natürlich, ja. Ist absolut wichtig, aber ich bin gespannt auf die Funktion, ob es funktioniert. Du bist sozusagen der friendly Hacker. Aber ich freue mich auf das zensierte Printscreen-Bild. Wir freuen uns in erster Linie auf Saisonstart auch. Also sicher auf das zensierte Printscreen-Bild. Ja. Aber auf Saisonstart. Du hast gehört, am Sonntag geht es los. 16:30 Uhr Kickoff. Bis dann. Tschüss zusammen. Tschüss zusammen.